Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Factorio Space Exploration. Ja, ich gestehe, die alte Folge ist noch nicht einmal online, mache ich schon die neue, weil es einfach so Spaß macht, dieses super tolle, schlimme Spiel. Ja, es macht wirklich echt richtig viel Spaß und ja, ich sag mal, solange es mir Spaß macht, werde ich auch Folgen machen. Vielleicht schaffe ich es irgendwann mal, dass die Folgen jetzt nicht alle ewig lang dauern. Aber versprechen kann ich es natürlich nicht. Wir müssten hier noch ein bisschen was fertig machen. Vielleicht gebe ich hier mal ein bisschen Energie drauf, damit das ein bisschen schneller geht. Und da oben, das haben wir jetzt, glaube ich, fertig, dass das auch richtig hier die Sachen macht, oder? So treibstoffmäßiger Natur, ja, das sollte passen. Also nicht treibstoffmäßiger Natur, sondern flüssigkeitsmäßiger Natur, damit wir hier auch auf jeden Fall Petroleum ein bisschen mehr bekommen. Und der hier nicht am... Also jetzt bekomme ich zu wenig Öl ran. Gut, das ist vielleicht dann eher... Zu wenig Öl ist vielleicht eher ein bisschen blöd. Das liegt daran, weil... Ach, weil der unter 1000... Moment, das muss ich anders machen. Eine Pumpe. Eine Pumpe, bitte. Ja, ich weiß noch nicht genau, was heute am Plan steht. Ja, wahrscheinlich spaßige Angelegenheiten. Schauen wir mal. Ich muss auf jeden Fall, Moment, das werde ich kurz gleich machen, dass wir auf Novice ein bisschen Ignora alarmieren. Das habe ich, glaube ich, eh schon aktiviert hier. Teilweise zumindest. Ignora Ressourcenmangel. Und was haben wir denn da? Moment, ich muss hier das aktivieren. Ne, ich habe die alle ausgeschalten. Also ich möchte da auf jeden Fall Treibstoff, Uranbrennstoff sollte... Vielleicht unter 100 sein, dass Alarm kommt. Oder was hat man denn da drüben? Moment, gucken wir mal kurz. Okay, Meteoritenabwehr, Urantreibstoff, ja. Also dann machen wir da einmal... Ich könnte es da eigentlich auch kopieren. Würde schneller gehen, glaube ich. Rechtsklick, Linksklick. Nee, geht... Was? Geht nicht? Okay, ja, speicher mal. Sicherheitshalber. Oder Sicherheitsganzer. Was? Was meinst du da? So, Shift, Klick, doch geht. Hätte mich jetzt gewundert, wenn das nicht gehen würde. Sondern ich weiß nicht, das brauche ich ehrlich gesagt, oder brauche ich? Nee, Vulkanit, glaube ich, brauche ich nicht. Wie viel Uran haben wir denn am Planeten? Da. Wir haben am Planeten, das Grüne ist interessant, 1800, okay, ja gut, mehr als genug, das sollte alles kein Thema sein. Joa, gut, schön. Ich bin wieder mal geflogen die ganze Zeit. Ja gut, das dauert trotzdem jetzt immer noch ewig. Ich könnte noch so einen Bohrer machen. Irgendwann wird es wahrscheinlich echt nichts mehr bringen. Ich produziere sehr... Also strommäßig, ja. Gut. Ich weiß auch gar nicht mit den 168 Turbinen, wie viel das ich da maximal schaffen würde. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Die sind voll, oder? Ja, das passt. Die sind so gut wie voll. Ne, die sind voll. Geht nicht mehr. Oder? Weil ihr seid ja hoffentlich am Bauen, oder? Ja, voll und voll. Ich müsste da vielleicht ein Pümpchen noch ranpacken. Ich glaube, das Pümpchen hätte eher woanders rangehört, ne? Weißt du was? Machen wir gleich wieder 10, weil das Pümpchen hätte eigentlich da rangehört. So. So, genau. Weil jetzt müsste der da richtig schön immer dauernd reinpumpen. Ja, super. So passt das. Dann müssten die eigentlich auch immer genügend Öl haben. Jep. Sehr gut. Boah, die sind aber echt jetzt schon langsam, diese Dinger. Schade, dass da jetzt nichts mehr dabei steht. Kann ich die mit... Moment, ich probiere das mal. Kann ich die mit Effektverteilern effektvoll verteilen? Müssten wir mal probieren, ob das geht. So, hier mal kurz das Gedöns weg. Okay, das wird offensichtlich dann eh von wem anderen geholt. So, dann schauen wir mal. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Wahrscheinlich geht's nicht, oder? Oder geht das? Steht da irgendwo? So. Produktivität plus 50%. Dann machen wir hier mal High Speed rein. So, macht das was? Nee. Also der wird deshalb nicht schneller. Da müsste der da so Modulslots wahrscheinlich haben. Aber ich weiß nicht, vielleicht kann ich sogar dann irgendwann mal das Ding auch upgraden. Dass die mehr Power bekommen dann quasi. So, und apropos upgraden.
Ich könnte natürlich jetzt hier auch, gut, das ist jetzt ein bisschen, so wäre es ein bisschen blöd. Ja, das habe ich natürlich nicht mitbedacht, wie meistens. Aber ich würde ganz gerne zumindest die letzten hier, weil die letzten werden die ersten sein. Was? Die letzten werden die ersten sein, einmal und zweimal, damit da dann auch noch High-Performance-Dinge rankommen. So, habe ich jetzt irgendwas kaputt gemacht? Nee, aber ich möchte da trotzdem den Strom da ranpacken. So. Dann einmal noch hier einen Effekt verteilen. Ist zwar jetzt ein bisschen doof, weil die natürlich jetzt momentan noch nicht wirklich was machen. So, aber dann machen wir Speed-Module, weil ich kann da eh nur Speed-Module reinpacken oder die die Effizienz-Module, die ich nie verwende. So, mir fehlen natürlich immer noch sehr viel von diesen Zentrifugen. Und das liegt daran, weil ich hier die Dinger brauche, die ich aber zu langsam mache, weil ich keinen Schwefel mehr habe. Warum habe ich keinen Schwefel mehr? Wird er zu langsam? Ich sollte hier vielleicht gleich 200 liefern vom Schwefel. Wäre wahrscheinlich geschickter. So. Gut. Das läuft, ja. Ich meine, ich könnte jetzt sogar Bänder machen, weil ich habe das grüne Zeug, hätte ich sogar da. Aber ich weiß nicht, ob ich Bänder wirklich machen will. Da wären eher jetzt die Greifarme. Komm, ich mache jetzt lieber die Greifarme. Hätte ich gesagt. Also, Iron Sticks und Single Cylinder Engines. Habe ich ja beides schon, ja. Machen wir nämlich da mal, zumindest bis zu den blauen Greifarmen wäre ganz gut. Also einmal die Greifarme und dann hier die gelben Greifarmen. Die Armen, ja. So. Einmal Anforderungskiste hier hin. Genau, dann haben wir die beiden Sachen. Das kommt. Kommt da rein. Dann kommt das da raus und da auch wieder rein. Und dann da so und so. So, passive Anbieterkiste 1, 2. Limitation auf hier hin. Limitation auf hier hin. So. Gut, ich werde die nie verwenden. Also es macht eigentlich wenig Sinn, dass ich da sehr so viel mache von denen. Wobei andererseits ist es natürlich gut, wenn ich... Ja, komm, es ist jetzt nicht so tragisch. Ich mache das jetzt so. So, und dann hätten wir die blauen und die grünen natürlich. Aber zu, oder sollte ich grüne auch? Ich weiß gar nicht. Sollte ich grüne auch machen? Eigentlich reichen, bis zu den blauen, glaube ich, reicht's, oder? Ja, ich hätte gesagt, bis zu den blauen reicht's. So, dann einmal... Genau, das, also da muss ich hier auf jeden Fall noch blaue Motoren ranholen. So, 50. Schade, dass die Masten hier so blöd durcheinander... oder reicht es? Kann ich die eigentlich in die Mitte... Achso, das würde sogar reichen, wenn ich die in die Mitte reinpacke, sehe ich gerade. Aber machen wir das doch mal. Sehe hier schön aus, oder? Ja, machen wir das so. Design ist auch wichtig, ja. Okay, jetzt ist gar kein Strom mehr da. Weil ich da offensichtlich den Masten... Ja, mach mal wieder ran. So. Gut, so ist zwar auch blöd, weil die jetzt auch wieder... Na, es reicht sogar so. Cool. Ja, dann machen wir es doch so. Muss ich nur seitlich, glaube ich, muss ich dann auf jeden Fall... das dann ein bisschen anders machen. Aber ist egal. So. Ich möchte nur, dass das ordentlich gemacht wird. Nämlich so ordentlich, dass wir dann hier wieder stehen. So. Gut. Sehr schön. Und dann, was haben wir hier gesagt? Blaue Greifarme bitte. Also einmal kurz die Kiste anfordern entsprechend und dann eine rote da rein. So. Und die dann einmal so und einmal so. So, und natürlich ganz wichtig, ein bisschen limitieren auch. Dann haben wir zumindest blaue Greifarme. So, ich habe hier wahrscheinlich keine Stahlplatten. Platten mit B natürlich, ja. So, was haben wir da? Mehr von dem Zeug bitte. Kann ich jetzt dann gleich mal wieder ein paar von diesen... Nee, kann ich nicht, weil violette Dinger fehlen mir. Ja gut, die sind natürlich jetzt massiv am... Oh, ich hab kein Kupfer mehr. Kann das sein? Kann es denn sein, dass ich zu wenig Kupfer habe? Nee, eigentlich nicht. Da ist genug da. Ich sollte nur vielleicht die Anzahl erhöhen. Wobei, ich glaube, ich habe keine... Na doch, ich hätte sogar noch genügend Logistikmotoren. Das ist jetzt gar nicht das Problem. Aber ich sollte hier vielleicht 300. Also jeweils schon so... Immer, sagen wir, immer drei volle Stacks von den Materialien, die ich haben will.
Also auch hier 300, so. Und von denen dann 600. So, dann haben wir da, haben wir Efe, das haben wir, weil wir es doppelt brauchen, nehmen wir hier 600, so. Gut, da wird es jetzt spannend. Das sind die, da machen wir 150. So, da wieder 300. Und da machen wir auch 300. So, gut. Erste Reihe dann. Nächste Reihe. 600. Da machen wir auch 600. Und da machen wir... Moment, muss ich dann überhaupt... Doch, grüne muss ich natürlich holen. Und dann machen wir da 300. So. Gut. Und 300. Nee. Oh ja, genau. Und da 150. So. Gut. Was hätten wir? Also was ist jetzt eigentlich hier noch das Problem? Ja, das sind natürlich die Grünen das Problem. Und die Grünen sind das Problem, weil wir viel zu wenig Würstis machen. Viel zu wenig Würstis. Für die Welt der Würstis. Könnte das natürlich jetzt produktivitätsmodultechnisch ein bisschen besser machen. Aber naja. Ja, das ist natürlich dann das Problem der Mall, dass die halt ewig braucht, bis da irgendwas rankommt. So, dann haben wir da, Moment, Sticks, glaube ich, sind 100 da. Dann machen wir 300 hier auch, ist okay. Steine sind auch 300. Sand machen wir... Ich mache auch nur 300, obwohl ich glaube, dass der, glaube ich, sogar 200er Stacks haben müsste. Genau, ja. Machen wir 600, komm. So. Swaffle machen wir 150, obwohl es eigentlich zu wenig ist. Aber ich will mein Vorhaben natürlich weiterhin beibehalten. So. 300, genau. Und dann da auch noch 300. Aber weißt du was, ich mache Schwefel hier auch 300, weil ich brauche viel Schwefel. Nee, brauche ich eigentlich nicht. Das passt schon. 150, alles gut. So. Da, Stäbchen machen wir 300. Motoren machen wir 150. Und die machen wir auch 150. So. Boah, die Logistik hat jetzt richtig was zu tun, glaube ich. Na, wobei, es sind noch genügend frei. Es ist jetzt nicht so, dass wir Mangel hätten. So, 300. Nee, 150. 600. 300, 600, 300. So, was fehlt? Spannendes fehlt Eisen, weil ich Eisen gerade... Ja, es ist kein Eisen mehr da. Okay, gut, das ist schön. Ja, 300, nee, 600 eigentlich. So, da machen wir 150, 300. Ich habe echt kein Eisen mehr. Gut. Ich dachte noch, dass das eigentlich immer gut reichen müsste. Vielleicht sollte ich doch die Eisendinger unten. Aber ich glaube eher nicht, oder? Ist da echt nichts mehr da? Ja, das scheint eher leer zu sein. Gut, weißt du was? Dann vielleicht noch kurz hier ein bisschen mehr ran da. So. Mehr ran da. Und noch mehr ran da. So, und ich... Ach, ich habe... Ah, stimmt, ich habe vergessen, ich habe ja keine Bänder mehr. Das ist natürlich eher suboptimal, wenn ich keine Bänder mehr habe. Muss ich nochmal schauen, wo ich da vielleicht ein bisschen abzweigen kann. Ach, da sind noch ein paar übrig. Ja. Geht zwar Eisen ab, aber ist egal. So. Das kann dann ja später nochmal abgeerntet werden, wenn es soweit ist. Stimmt, weil Eisen brauche ich nämlich schon überall. Ist jetzt nicht so, dass ich das nur... Dass ich das nur in der Dingens brauche. Dingens, ja, ihr wisst, Düngens mit Ü. Aber die blauen Greifarme werden natürlich jetzt schon langsam echt problematisch. So, wie viel habe ich da jetzt eigentlich? Ich glaube, ich muss die ein bisschen 16, also nach 8 werden wir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ab hier machen wir dann den da. So. Da ist natürlich der zu langsam. Aber ich habe eh keine Bänder mehr, dass ich da irgendwas beschleunigen könnte. Na gut, zu langsam stimmt eigentlich auch nicht, weil der eh hier auch noch braucht. Also ja, alles kein Thema. Ich meine, ich könnte natürlich jetzt, vielleicht sogar, wäre das gar nicht mal so blöd, hier den da machen.
Da ist die Frage, ob der dann nachkommt. Ich glaube, ich könnte die doch vielleicht ganz voll füllen. Naja. Ob das jetzt so nötig ist, ich behaupte ja mal nicht. Aber gut. Das heißt, wäre schön, wenn ich vielleicht jetzt... Komm, ich schalte die Robos mal aus, weil ich möchte jetzt zumindest hier die letzten vier Dinge dann mal setzen. So, was fehlt mir jetzt hier? Natürlich die blauen Dinger. Brauche ich die hier auch irgendwo? Weiß ich gar nicht. Da nicht. Da nicht. Nee, bei denen sowieso auch nicht. Ich glaube, ich sollte hier einfach mal ein bisschen mithelfen. Da vielleicht turbomäßig auch Turbo machen. So. Gut, kann ich Kaffee trinken währenddessen? Ich könnte natürlich auch einfach schnell einmal kurz auf die Erde zurückfliegen. Weil gut wäre schon trotzdem... Okay, das ist jetzt leer. Achso, weil da natürlich gar nichts mehr weitergeht. Gut wäre trotzdem, wenn wir das jetzt fertig bauen würden. Ja, komm, ich fahre auf die Erde zurück. Habe ich irgendwas noch hier vergessen? Also auf Novis. Fahren wir zurück auf Novis. So. Ja, komm, hör mal auf hier. Und dann machen wir einfach auf Novis. Ja, sieht gut aus. Ich habe hier haufenweise Sachen. Ob wichtig oder unwichtig, weiß ich natürlich nicht, aber... Also momentan auf jeden Fall unwichtig, ja. Das Uranzeug brauchen wir momentan definitiv noch nicht so wirklich. Aber was das nächste Zeug ist, wir wissen ja, diesen einen Planeten. Unser Lieblingsplanet, da müssen wir jetzt leider dann hin und werden, da brauche ich zwar wieder eine weitere Raketenbasis. Könnte ich ja hier gleich mal wieder ein bisschen hier den da machen. Wobei, komm, das machen wir, wenn dann mit Satellitenpower. So. Damit wir das Netz gleich wieder ein bisschen aus. Ja, auslasten. So. Ich mach's groß, ja. Sehr, sehr schön, sehr groß. So, und dann nach unten. Eigentlich hier könnte ich auch komplett durch. Ja, komm, mach einfach. Das ist schon längst überfällig. Und dann jammert er wieder, wenn er keinen Stein hat, der Cloud, ne? Sehr klar. Ich hoffe, ihr habt euch nichts anderes erwartet. So. Und da, ach, diese, das sollte ich vielleicht auch irgendwann mal wegräumen. Naja. So. Gut, das passt, glaube ich, so. Das ist okay. Ein bisschen Vulkanit haben wir aus irgendwelchen Gründen da. Sollten wir da vielleicht... Ja gut, eigentlich Logistik, nee, ich glaube, ich habe genügend Logistik-Robos, das passt hier ganz gut. Ja, aber ich wollte ja eigentlich... Oh, wir haben da ein Problem. Ist das jetzt wieder voll oder was? Ja, scheinbar ist das wirklich voll. Ja, die Kiste ist sehr voll. Gut, das freut mich sehr, glaube ich. Die Kiste ist voll, okay. Ja, dann müssten wir vielleicht... Okay, es ist irgendwie alles voll gerade. Okay, also ich habe zu viel Nuklearpower. Das ist sehr spannend. Aber da wir sowieso als nächstes hier auf dem Planeten wieder hinfliegen müssen, würde ich sagen, dass wir da gleich mal... Weil wie viel hat der eigentlich jetzt noch Robos? Ich glaube, der hat nämlich gar keine Robos mehr. Konstanze, Moment, muss mal kurz gucken. Hast du noch Robos? Doch, 999. Da müssten wir auch noch ein paar von denen bauen. Aber ich glaube, du könntest jetzt gleich mal... ja, wir müssen hier Iridit sammeln. Haben wir das irgendwo in der Mauer? Ja, haben wir. Aber wie sieht es eigentlich mit Kryonit aus? Haben wir noch... Weil das ist ja auch eigentlich schon wieder alles. Naja, doch, da ist noch 1,6 Millionen. Da ist fast nichts mehr. Okay, das ist echt spannend, dass das schon wieder so gut wie leer ist. Nee, da ist nichts mehr. Doch, da ist ein kleines Fleckchen, okay. Aber da ist noch was. Ja, das haben wir noch. Das erntet noch, aber ist auch nicht mehr so viel. Also irgendwie gefühlt, glaube ich, müssen wir hier echt gleich mal gucken. Weil da kommt auch nichts mehr ran. Ja, toll, okay. Also ich würde sagen, dass wir hier auf jeden Fall her müssen. Yep, das ist sehr spannend. Weil Kryonit bald aus ist. Was jetzt, glaube ich, nicht so ideal ist. So, wir haben da, die hätten wir eigentlich da. Also vielleicht könnte ich sogar da eine Mall hinbauen. Also, dass ich die Mall kopiere und da dann hinbaue.
Schauen wir mal. Wäre wahrscheinlich gar nicht mal so blöd. Gar nicht mal so blöd. Haha, versteht ihr? Haha. Aber was wir auf jeden Fall jetzt machen, 5000. Nee, wie viel hatten wir denn jetzt auf Konstanze? Hat er noch? Ja, der ist eigentlich noch genügend drin von dem Zeug. Ich muss da nur... Komm, ich mach da mal den Temporärklumpen hin. Big Bertha, Emergency, Ballerei. So. Damit der da mal wieder ein bisschen aufräumt. Ja, die Wand hier relativ ungut wird. Das, da wäre sehr viel Iridit. Naja, okay. Sei es wie es sei. Ich habe jetzt echt hier das Problem, unter Anführungszeichen, das Problem, dass ich hier zu viel Rohstoffe habe. Dass ich das Uran nicht brauche, das ist schon sehr merkwürdig, oder? Vielleicht sollte ich Uranbrennstoffe, aber da habe ich ja auch eigentlich genug, oder? Wie viel sind denn da drin? Die ganze Kiste ist voll. Also ganz ehrlich, ich habe von allen so viel zu viel. Auch hier die Kiste. Also, ja, möglicherweise, weiß ich nicht, ja. Sondern ich brauche auf jeden Fall jetzt, ich sollte eigentlich, kann ich jetzt diese Dinger, ich kann die immer noch nicht machen, weil, ja, mir fehlen hier blöderweise echt immer noch blaue Wissenschaftsdinger. Ah, das ist schon bitter. Also ich sollte mir die vielleicht einfach liefern lassen. Aber ich habe eh trotzdem keine. Super. Das ist ja ganz vorzüglich ist das. So, weil baue ich hier noch was? Nee, oder? Nee, das ist aus, da haben wir ausgebaut. Okay. Ja, ich müsste echt irgendwo so blaue Dinger effizienter rausziehen. Diese blöden blauen Wissenschaftsteile. Weil das ist einfach zu langsam. Ich hab ja gar nichts hier. Würdet ihr mich beliefern oder was haben wir da für ein Problem jetzt? Hm? Also weil die jetzt wieder wahrscheinlich wieder alle irgendwo sind und mich beliefern. Ach ja. Ja, weil viel ist da nicht drin. Toll, jetzt habe ich ein Uran-Kernfragment mit. Moment, habe ich da drüben eigentlich das Ding eigentlich jetzt hier so gesteuert, dass das, Moment. Das ist eh primär, nee, ist natürlich nicht primär Richtung rechts wäre gut, genau. Weil ich möchte, dass das, was ich am eigenen Planeten habe, natürlich bevorzugt behandelt wird. Was ist da los? Ach so, natürlich, okay, jetzt sind die, ja, die sind jetzt massiv überfordert mit allem. Oh nein, ich bin überfordert mit meinem Leben. Das kann ich natürlich verstehen. So, hier sind auf jeden Fall viele blaue. Die ich alle mitnehme. Ganz brav. So. Jetzt fehlt mir Beton. Beton. Ja, die blauen sind natürlich auch alle viel zu langsam. Naja, gut. Ist jetzt so, hilft eh nix. Square eh nix, ihr wisst ja. Ach, klaut echt. Ich meine, ich könnte natürlich da jetzt einfach quer durch die Bank... Speed-Module draufpacken. Ich weiß nicht, da könnte ich dann... Ne, Produktivität... Kannst du da ein Produktivitäts... Das würde gehen, dass ich da jetzt 4 Produktivitätsmodule ranpacke und nebenbei einen Beacon, der dann trotzdem für Speed sorgt. Ja. Ist das klug? Ich weiß es nicht. Aber wenn es funktioniert, wäre das natürlich ein Gedicht. Ich meine, funktionieren wird es auf jeden Fall. Aber wir haben dann geschwindigkeitsmäßig wahrscheinlich trotzdem... sind wir dann zu schnell wieder. So. Na, weil jetzt hat der nämlich plus 80% Crafting Speed. Und plus 32% Produktivität. Ja, und das, natürlich ist das Rote, ne, wobei, stimmt, ich muss da, warum habe ich da eigentlich? So. Ja, schauen wir mal. Vielleicht, ne? Vielleicht wird's ja. Ah, ich weiß schon, das Schwefel hatte ich wegen den Hitzeschilden, ne, oder?
Ja, spannend, spannend. Aber eigentlich voll nervig. Ja, ich hoffe, dass die Kiste dann bald mal voll wird. Weil das nervt schon, wenn ich die Dinger nicht habe. Gut, aber es ist klar, weil ich die natürlich ins All genauso rauf befördere. Wie soll das denn funktionieren, ja, wenn ich das überall brauche, das Zeug? So, wie soll das funktionieren? Gut, Beton. So. Ah, toll. Ach, jetzt fehlt Stahl auch noch. Du wirst mich doch verarschen. Spiel immer dieselben Sachen. So. Jetzt die grünen Motoren. Ich habe einfach zu wenig in meiner Hand, um hier Sachen zu machen. So, die ist recht voll. Das ist schön. Vulkanit ist auch recht voll, weil eigentlich. Was ist denn jetzt? Ach so, Konstanze. Klar, da war ja was. Genau. Und ich habe sehr viel von den blauen Dingen jetzt auch, wie es aussieht. Vielleicht sollte ich von den blauen Dingen hier auch eine Überschusskiste machen, weil offensichtlich sind wir da voll, oder? Ja. So, offensichtlich muss ich da auch eine Überschusskiste machen. Aber ist okay, das machen wir einfach mal. Haben wir da unten die Puffer, quasi Überschusskisten und oben die Hauptkisten. So, dann kommen da blaues Kryonite rein. So, und dann muss ich das natürlich nur jetzt schnell. Okay, das schaffe ich natürlich jetzt bei weitem nicht. Na toll. Na toll. Wenn ich könnte es jetzt so machen. Ah ja, toll. Und dann Anforderungskisten. So, und dann machen wir da. Genau. Einfach ein bisschen pfuschen. So. Und da knallt's. So. Oh, guck mal, was ist denn da passiert? Genau, aber jetzt machen die das auf jeden Fall so und dann, sobald die. Alter! Robos! Was ist mit euch los? Alles explodiert, alles wird kaputt. Habe ich da noch Reparatursachen drin überhaupt? Da müsste ich eigentlich schon. Ach so, Logistik ist relativ. Naja, gut, Konstruktion, ja. Genau, und dadurch, dass ich hier nicht Request vom Buffer Chest mache. Ja, Konstanze ist. Wird hier geballert. Ja, genau da. Das passt. Wie viel Konstruktionsrobos habe ich noch? Nicht mehr viel, ne? Da war ja was. Aber das bedeutet, ich muss hier. Gut, aber ich habe. Ne, Bertha-Munition habe ich gar keine mehr. Alles gut. Also werden wir mal ganz kurz dann auf Konstanze. Gut, aber kann ich jetzt gerade nicht, weil ich echt keine Kryonit-Rods mehr brauche. Apropos, wie sieht es im All aus? Novis Orbit. Gelbe Karten fehlen, weil wir wahrscheinlich wieder keine Datenkarten haben. Da fehlen die Dinger. Und die Dinger machen wir nicht, weil die Dinger fehlen. Und die Dinger machen wir nicht, weil die Swirly Data. Ja, ich habe schon wieder keine Datenkarten mehr. Echt jetzt? Ich glaube, ich muss jetzt wirklich irgendwann mal umstellen auf Datenkarten-Polishing im All, glaube ich. So, einmal kurz zurück. Da haben wir, genau, das habe ich ja trotzdem, glaube ich, deaktiviert. Ja, das passt. Weil ich nicht will, dass der die Materialien von da nimmt. Dann haben wir eben momentan weniger Solarpaneele. So viel brauche ich ja eh nicht mehr. So. Wie viele Datenkarten haben wir da jetzt drin? Ja, doch einige, aber weiß ich nicht, ob es genug sind. Schauen wir mal. So, und dann kannst du ja eigentlich gleich wieder losfliegen. Weil was war das Datenkarten-Polishing, das Datenkarten-Machen war jetzt gar nicht mal so das Problem. Wobei, aber ich habe das jetzt hier so schön schon gemacht. Das ist eher der Punkt, deshalb ich möchte das jetzt gar nicht aufs All, ins All wieder verschieben. Hab ich da, oh, ich hätte da sogar wieder welche drin. Das ist ja spannend, okay. Ich habe zwar keine Ahnung, wo die jetzt herkommen, aber offensichtlich, ja, packen wir die dann gleich mal da rein wieder. So, wie lange dauert das hier? Wie viel habe ich denn jetzt schon? 24 brauche ich von denen. Ja, das dauert jetzt schon echt lange. Ich könnte ein bisschen mithelfen natürlich. Aber klar dauert das lange, weil die hier natürlich. Wie viele sind da jetzt drin?
13K, gut, 20K gehen da ja gar nicht. Boah, wie viel von diesen Kryonit-Rods ich ehrlich gesagt habe. So, naja. Erst am Anfang dachte ich mir noch, das wird voll das Problem mit denen, aber offensichtlich nicht so. Übrigens, wir müssen auf Ichnora. Glaube ich, müssen wir bestätigen, dass... Confirm Hostile Extinction, ja. Ah, okay, da könnte ich Surface trimmen. Ja. Super. Sehr schön, Ichnora, weil wir haben Ichnora ja besiegt. Ne? Also nicht besiegt, sondern komplett ausgelöscht. So, machen wir da auch nochmal, damit es ein bisschen schneller geht. Haben wir jetzt dann bald alle. Ich kann natürlich jetzt mithelfen, auch ein bisschen, ist klar. So, machen wir da gleich noch so ein Ding. Weißt du, dass man immer dieses Ordnung halten, da muss man immer mithelfen, ja. Ja, diese 200er Stacks, das ist natürlich das Problem, dass wir da immer sehr viel. So, haben wir es jetzt eigentlich? Müsste jetzt eigentlich sein, ja genau. So, dann kommt da, hat er sich das gemerkt? Nee, hat er natürlich nicht. Also einmal da den Logistikfilter. Ah, super, okay. Ja, jetzt zieht er das natürlich nach oben, weil der hat ja die Rakete da jetzt schön reingefüllt. Alles gut, okay. So. Warum ist da so eine Kapsel drin? Weiß man nicht genau. Manchmal liegen seltsame Sachen rum. Und ich habe Schrott im Inventar. Das ist auch nicht gut. Kommt ein bisschen Stein vielleicht auch noch. Da auch ein bisschen von dem da. So, 11. Jetzt fehlt wieder Beton. So. Achso. So, und jetzt fehlt wieder... Natürlich alles andere. Ja. Sehe klar. Jetzt müsste ich sogar eigentlich auf Ichnora selbst auch schon einige Dinge wieder haben, oder? Einige... Ah, die wollte ich eigentlich auch machen. Wie viel habe ich denn von denen hier? 18, wow, richtig viel. Gut, natürlich, weil die hier auch das Zeug bauen. Ja, das ist klar, dass das jetzt ewig dauert. Weil natürlich alles grüne Schaltkreise braucht. Aber was willst du machen? Ist jetzt einfach so. Das läuft trotzdem ganz brav. Dahin. Auch wenn es mir fast ein bisschen zu langsam geht. Also fast ist gut. Es geht mir natürlich voll zu langsam, wie man sieht. Geht ja gar nicht. Und in Wirklichkeit müsste ich aber da dann auch den rechten mit Priorität behandeln. Weil vom rechten natürlich die direkt ernten kommen. Weil ich will die beiden Flecken, die ich direkt Erntung habe, so schnell wie möglich wegkriegen. Habe ich da jetzt eigentlich irgendwo noch einen vergessen? Gut, viel ist da eh nicht mehr da. Ne, das andere, sonst ist hier nirgendwo mehr Uran. Ne. 539k, da ist noch sehr viel. Aber das wird dann auch, sage ich mal, natürlich dann weniger. So, wie viel habe ich jetzt? 12, die Hälfte habe ich. Na, das ist ja ganz toll. Ja, natürlich wieder diese blöden blauen Dinger abgehen. Obwohl das jetzt ja eigentlich viel schneller sein müsste, weil ich hier ja jetzt alles voll turbomäßig gemacht habe, wie man sieht. Ja. Es war nur zu wenig turbomäßig. Komm, mach hier. Sind nämlich zu wenig Grüne da. Gut, ich sollte da vielleicht auch, ich weiß nicht warum, dass ich da überall blaue genommen habe. Da habe ich wieder überall, ehrlich gesagt, geschlampt. Weißt du was, ich werde das jetzt überall upgraden auf Grüne. So, das muss so, das muss so. Ich glaube, dass das definitiv ein bisschen geschickter wäre, da Grüne zu verwenden. Wenn da ist es wiederum egal, sage ich mal, aber naja. Ah, stimmt, da haben wir ja Batterien, genau. Da bauen wir ja Batterien auch. So. Gut, jetzt müsste es aber passen. Dass das auf jeden Fall schneller geht, yep. Aber trotzdem nicht schnell genug. So, 14.
Also ich hoffe mal, dass dann die Zeit, wenn ich dann am Planeten wieder unterwegs bin, dass es dann besser wird. So, mein Solarpark ist ja schön fertig, also quasi. Naja, eigentlich gar nicht, weil da überall, es fehlt noch so viel Landaufschüttung hier. Sollte ich vielleicht mal die Landaufschüttungsrunde machen? Na gut, mein Inventar ist jetzt relativ vollgeklumpt mit Sachen, aber ich könnte ja trotzdem. Ja, wobei ich. Nö. Gut, im Endeffekt wäre es egal, ich könnte die Runde schon fliegen. Ich hole mal kurz Landaufschüttung von unten, so viel ich zur Verfügung habe. Schauen wir mal. Robus schalten wir ein. Ja, weil die sieht ja sehr voll aus, die Kiste. Bin ich natürlich jetzt echt sogar eigentlich ganz happy drüber. Weißt du was? Dann machen wir jetzt einmal den da. Dann nochmal den da. Und dann können die das hier rausziehen. Ich nehme das auch mit und fülle die wieder an. So. Weil dann können die das auch machen. Und jetzt müsste eigentlich gut Konstruktion. Ach, wie Konstruktion ist. Habe ich. Okay, das ist jetzt seltsam. Wie gibt es das, dass der Konstruktion sowas? Habe ich keine Steinchen mehr? Doch, eigentlich haben die. Ach, die haben das schon. Oh, wow. Die haben das schon alles gesetzt. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das geht. Okay, cool. Ja, dann. Ja, ich muss eh warten. Okay, ich fliege jetzt trotzdem rüber. Oh, ist sehr groß. Kann ich normalerweise gar nicht so groß setzen. So, wann wird das All wieder fröhlich arbeiten? 74% haben wir jetzt. Ist ja echt die Frage, ob ich nicht eine eigene Datenkartenrakete machen sollte. Diese blöden Datenkarten. So, ich würde sagen, ich schalte das eh erstmal aus. Damit ich da einfach händisch kurz mal nach oben. Ich habe immer noch. Nein! Verflucht. Habe ich da eine Reihe zu viel gemacht? Naja, gut, komm. Ich habe immer noch keine Ahnung, warum das hier das so komisch aussieht. Warum ich da nicht ein so ein Ding. Also warum das der da so viel freilässt. Das ist ganz komisch. Ah, jetzt habe ich eh keine mehr. Okay. Gut, also, ja, Landaufschüttung, das dauert noch 100 Jahre. Das ist kein Thema, ne? Ich weiß auch nicht, warum ich mir das einbilde, dass ich das unbedingt hier machen will. Aber apropos unbedingt hier. Nee, da ist noch. Geht noch nicht. Okay. Aber ich will es einfach. Ne? Wie sieht es eigentlich jetzt eigentlich aus auf der Karte? Ja, da fliegen jetzt einige rüber. Das ist schön. Das ist schön und toll. Ich bin doch so voll vom Inventar her. Ja, ich reim mir was zusammen. Das ist so schön und so toll. Und jammern kann ich auch ganz toll und schön und laut und überhaupt. Was redet der Bub? So, wie viel ist denn da jetzt auf dem Weg von dem Zeug? Wow, 6 Stück. Ich bin be begeistert aufgrund dieser immensen Geschwindigkeit, die mir dieses Ding da unten beschert. Da wäre ja auch noch was, aber da fehlen definitiv rote, die ich natürlich nicht kriege, weil ich da hinten auch überall produziere. Also eigentlich spannend. Okay, jetzt ist das Ding wirklich hier quasi zu langsam. Gut, ich glaube, dass ich hier doch wieder blaue nehme. Oh nein, er beginnt zu sparen. Warum machst du das, Claudia? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es doch auch nicht. So. Und was war da nochmal für die Raketenabwehr-Dinger bräuchte ich? Ja, da brauche ich auch wieder so viel blaue. Nee, das geht dann gar nicht. 15. Ich möchte zumindest 20. Die restlichen 4 können wir dann ruhig am Planeten ummachen. Schauen wir mal, vielleicht finden wir irgendwo noch welche, die hier irgendwo rumfliegen. Da haben wir kein. Ah doch, das sind auch wieder blaue. Sehr schön. Stimmt, weil da brauche ich es ja nicht. Wunderbar. So, nehmen wir die mit. So. 16. Gut, jetzt sind es grüne Motörchen.
Boah, so, das ist auch das blaue Zeug. Wie viel haben wir da jetzt eigentlich drin? 5. Wow, das ist nicht viel. Gut, die sind natürlich auch nicht ideal. Gut, Geschwindigkeitsmodule haben wir schon viel, das ist schön. So. Gut, jetzt glaube ich, habe ich sogar, hätte ich sogar genug. Jetzt brauche ich nämlich grüne Dinger und Stahl. Baren. So. Wieder Stahlbaren, aber die haben wir ja hier. Hitzeschilde soll ich mir jetzt selbst machen? Nee, oder? Ja, komm, eins ist okay. Ich schätze mal, Hitzeschilde sollte ich ja genügend auf Lager haben. Also bitte, man bringe mir Hitzeschilde. Wie sieht es eigentlich hier aus? Ja, es ist eigentlich schon ganz gut. Gut, Vulkanit ist. Die ist sehr voll. Die ist ausreichend. So, jetzt hatte ich gerade ein kurzes Brain AFK, wie man da so schön sagt. Das Ding. Ne, wo ist jetzt das Ding? Du bist der Vulkanit. Du, der Vulkanit-Ding, genau. Okay, nee, passt schon. Grünes Signal kommt da. Okay, ja, das passt. Also, wenn es kleiner ist, 50. Okay, wie viel haben wir im? 106. Ja, super. Gut, wobei es aber auch. Wundert mich eigentlich. Ja gut, doch, wundert mich nicht, alles gut. Das ist schon wieder fast leer, aber blau ist ganz gut, blau ist ganz voll, okay. Iridit ist dann das nächste, da freue ich mich jetzt schon fast ein bisschen drauf. Aber da müssen wir natürlich zuerst die Rakete mal wieder hochschicken und da ist die Frage. Komm, wir schalten das auf jeden Fall mal wieder. Ich werde die jetzt sogar, glaube ich, dreimal hochschicken. Damit wir da genügend von dem Zeug dann haben. Gut, wobei ich muss ja eigentlich. Eigentlich war das jetzt ja doof. Cloud, das war jetzt fast ein bisschen doof. Ja, gut, ich meine, ich muss auf jeden Fall. Oh nein, Auto speichern. Ich muss auf jeden Fall. Ach, ich muss ja eh mal schauen. Iridit. Was brauche ich denn zum Verarbeiten von Iridit? Nicht, dass ich da irgendwas noch brauche, was ich da oben nicht habe. So, Iridit. Was ist ein Iridit? Crushed Iridit. Ja, ich würde sagen, das ist das Zeug. Also, da, okay, da brauche ich Schwefelsäure zum. Brauche ich da Schwefelsäure wahrscheinlich auch zum Abbauen, ja. Vermute ich mal. Achso, nee, das sind Kernfragmente. Aber ist die Frage Iridit? Brauche ich wahrscheinlich trotzdem auch Schwefelsäure zum Abbauen, könnte ich mir vorstellen. Gut, aber das muss ich dann eben irgendwie machen. Das ist aber okay, das kriegen wir, glaube ich, hin. Ah ja. Kation-Ionen-Exchange-Beads. Cool, da brauche ich Vulkanit da oben. Okay. Iridium-Blast-Cake. Ah ja, was. Ach Gott. Was an. Angereichertes Vulkanit? Du wirst wieder verarschen, oder? Okay. Gut. War es Iridium Ingo, den ich brauche? Ich glaube, oder? Für was brauche ich das eigentlich? Ich glaube, für das Zeug, oder? Nee, was haben wir uns geeinigt? Das Holomid? Iridium. Ja. Material Science Pack. Das haben wir ja gesagt, machen wir. Ja, das hatte ich natürlich jetzt nicht am Schirm, weil da ist jetzt echt das Problem, dass ich offensichtlich. Moment. Kann ich aus Vulkanit. Das Problem ist, das Ding bekomme ich nur. Ich muss da echt Enriched Vulkanit separat machen, damit ich diese blöden Bällchen da machen kann. Wobei ich glaube, ich diese Bällchen, ganz ehrlich, die mache ich separat, oder?
Kation-Ionen-Exchange-Beads. Weil die brauche ich wirklich dann... Nee, wo brauche ich die? Die brauche ich da. Okay, also ich muss wirklich in Wirklichkeit Iridit-Zeug... Ach, du Schande. Ja, ich bin jetzt echt... Also ich brauche auf jeden Fall... Ich meine, ich könnte natürlich einfach nur Enriched Vulkanit irgendwie dahin bringen. Das ist okay. Also angereichertes Vulkanit. Gut, aber brauche ich den Vulkanit-Block dann in Wirklichkeit auch. Aber dann könnte ich ja... Ne, da brauche ich ja Crushed Vulkanit dann auch für den Vulkanit-Block. Ach, du Schande. Okay, das ist jetzt ein bisschen schwierig, sage ich da mal. Weil dieser Iridium Blast Cake, ja, also so Explosionsküchlein quasi, das ist so, ist wahrscheinlich so, wie wenn eine Kernschmelze passiert in einem Nuklearreaktor, da kommt auch sowas raus. Okay, das ist das ist spannend, sage ich da mal. Vor allem überall kommt auch Dampf und Zeug und überhaupt raus. Ja, also das ist jetzt blöd. Ich brauche da Kation-Ionen, Austauschbällchen. Und angereichertes Vulkanit. Und Pyroflux. Also ich brauche das. Ich brauche das. Und die Dinger könnte ich mir selbst machen. Also eigentlich brauche ich das und das. Das ist blöd, weil ich natürlich Enriched Vulkanit gar nicht habe. Jetzt muss ich mal schauen, kann ich Enriched Vulkanit ballern? So, schauen wir mal. Canon... Delivery Cannon Capsule Enriched Vulkanit geht natürlich nicht. Da gehen wir... Doch, müsste sogar gehen. Ja, das würde sogar gehen. Enriched Vulkanit. Okay. Vielleicht ist das der richtige Weg, weil ich möchte nämlich ehrlich gesagt dieses Enriched Vulkanit... Ich will das nicht von Alice wegbringen müssen. Ja. Ist nur die Frage, ob Alice das dann... Weil ich habe eigentlich... Ja, genug sogar habe ich gar nicht. Ja, die Frage ist, wo brauche ich Enriched Vulkanit noch? Schauen wir mal. Enriched Vulkanite. So, als Zutat. Ja, also brauche ich in Wirklichkeit nur für dieses Iridium Blast Cake. Also das ist ganz ehrlich, das wäre jetzt übertrieben, wenn ich das jetzt nach Novice mit der Rakete bringe und dann wieder zurück auf Konstanze. Die Frage ist nur, wenn ich da jetzt so eine... Boah, das wird wahrscheinlich nicht billig werden, das Ganze. Und vor allem, ich brauche ja dann trotzdem, na gut, ich müsste dann einmal mich ins Netz einklinken auf dem Planeten. Ja, dann könnte es gefährlich werden, dass auf Alice vielleicht doch die Stromversorgung irgendwann mal doch nicht mehr reicht. Gut, wobei wir haben da fast 2 Gigawatt auf Alice. Sollte jetzt echt nicht das Thema sein. Würde ich nämlich wirklich da irgendwo Kanonen hinpacken. Ich habe sehr viel von dem Crushed-Zeug. Was? Ich habe zu wenig Schwefel, echt? Weil die jetzt doch... Nee, die haben zu wenig... Okay, ja. War eigentlich zu erwarten, dass es früher oder später zu wenig von dem Zeug wird, weil da habe ich ehrlich gesagt... Ach, ich habe Schwerölprobleme. Gut, wenn ich Schwerölprobleme habe, ist das natürlich schon schwer, dass ich da... Ja. Sehr toll. Okay, na gut. Ja, wisst ihr was? Das sind Zukunftsprobleme. Ja, jetzt mache ich erstmal noch eine Zentrifuge. Zwei, drei, vier. So. Zwei, drei. Dann sind wir da auf 23. Eine brauche ich noch. Da brauche ich nur die 20 Motoren. Dann haben wir das Thema mal erledigt. Auch wenn das eigentlich jetzt gar nicht wirklich nötig war, sage ich mal. Aber dann wird die nächste Station wohl doch Alice sein. Weil auf Alice habe ich dann einiges umzubauen, wie es aussieht. Ach komm, liefert mir doch bitte nur diese 20 Dinge. Aber erstmal den Uranplaneten fertig machen. Könnt ihr da vielleicht dann doch auch noch ein paar Beacons machen. Die sind eigentlich nämlich gar nicht mal so blöd, glaube ich. So, was ist jetzt? Achso, jetzt brauche ich... Ich glaube, ich nehme ein bisschen mehr Beton mit. Sind wirklich diese grünen Motoren? Wisst ihr, ich wollte ja eigentlich heute eine kürzere Folge machen. Ach, echt, Cloud? Eine kürzere Folge? Du, eine kürzere Folge? Ja, doch, das wäre jetzt der Plan gewesen. Aber wie es aussieht, wird aus dem wahrscheinlich nicht wirklich was. So, wir haben da ein Kohleproblem, habe ich das Gefühl. Ja, wir haben da ein Kohleproblem.
Gut, ich meine, ich bin jetzt nicht unbedingt angewiesen. Ach, wir haben nicht nur ein Kohleproblem, wir haben auch ein Eisenproblem. Du wirst mich doch verarschen. Ich bekomme echt das Eisen hier nicht weg. Okay, das ist jetzt spannend. Habe ich da irgendwas falsch gepolt? Also, dass ich nehme das obere ja hoffentlich primär her, oder? Genau, dann nehme ich das primär her. Ja, keine Ahnung. Ist einfach viel zu... ja, ich brauche einfach viel zu wenig von dem mittlerweile. Naja, egal. Ja, was wollte ich sagen? Weiß man nicht mehr genau. Also ich muss sagen, das Uran-Thema, ich glaube, das war ehrlich gesagt fast ein bisschen übertrieben. Ich hätte das noch gar nicht gebraucht, ne? Naja, dann machen wir es jetzt trotzdem fertig. Nachher dann ab nach Alice. So, wir sind da und das ist schön. So, dann schauen wir mal. Oh, ich hab... Nee, doch nicht. Habe ich genügend Produktivitätsmodule? Habe ich ja gar nicht mehr. Das ist ja eher dann... Na doch, habe ich sogar noch. Das haben wir jetzt alle gesetzt? Ja, sieht gut aus. Es ist nur die Frage, ob wir jetzt, wie gesagt, noch ein paar von diesen Beacons da irgendwo ransetzen. Zwei, okay. Kommen da, ja, das wird sogar gehen, dass ich da noch, dass die da noch da dann dran sind. So. Nur aufpassen, dass die nicht overloaden. Gut, und der hat eh schon. So. Müssten die eigentlich ein bisschen schneller sein? Ja, das geht ja richtig schnell jetzt. Gut, unten kann ich das nicht mehr machen, weil ich da keinen Platz mehr habe. Wobei vier, wie viel habe ich jetzt noch? Zwei, komm, dann, ich mach mir da Platz. So, also einmal da in der Mitte. Platz da. Sind es drei oder vier? Drei, okay, passt. Machen wir einfach mal dann da. Dass zumindest das fertig ist. So, dann da. Und da geht sich's auch noch aus. Müssen wir nur einmal da und da. So. Ein Beacon da zur Güte. So, und ich hab... Achso, Uran. Habe ich natürlich jetzt irgendwo wieder hingefahren. Wo fliege ich eigentlich das Uran hin? Müsste ich ja eigentlich, also das müsste ja da raus. Achso, das kam eh da raus. Okay, alles gut. Das kam eh da raus. So. Gott, wieso brauchen die jetzt so lange zum Bauen? So. Komm, der letzte Beacon, du schaffst das. Ich habe Vertrauen in dich. Sehr schön. Oh, da habe ich zu wenig Geschwindigkeitsmodule. Echt jetzt? Okay, offensichtlich habe ich zu wenig Geschwindigkeitsmodule für die Beacons. Ja, das ist ja spannend. Okay. Müsste ich vielleicht doch die hier wieder rausziehen. Weil die müssen da ehrlich gesagt nicht mehr drin sein. Aber das sind ja trotzdem noch zu wenig. Habe ich da welche drin? Nee, kann ich mir nicht vorstellen, oder? Nein. Passt. Wo habe ich dann noch welche? So, weil jetzt habe ich natürlich zwei zu wenig. Ja gut, zwei werde ich ja jetzt wohl irgendwo noch rausziehen können, oder? So, ja. Muss mal kurz Pause machen, bis gleich. So, da bin ich schon wieder zurück. Also, zwei Geschwindigkeitsmodule brauchen wir noch.
Muss ich mal schauen, irgendwo habe ich die doch, glaube ich, irgendwo habe ich doch noch irgendwo Geschwindigkeitsmodule, genau da zum Beispiel. Die, glaube ich, brauche ich hier auf jeden Fall nicht mehr. Genau, komm, die packe ich alle drei. Ja, eins lassen wir vielleicht drin, dann machen wir da auch eins rein, falls der Fall hier besteht. Ja. Eigentlich muss ich da, ja, ich lasse die mal alle drin. Wobei die, hier die Produktivitätsmodule, das ist fast ganz ehrlich, komm. Das tun wir jetzt raus, weil das brauchen wir nicht mehr. Die lasse ich mal drin, weil das könnte ich schon noch brauchen. Aber hier... So, dann machen wir mal das rein. Sehr schön. Gut, ja, dann... Okay, ich sehe schon. Jetzt ist es eh... doch zu viel. Ist doch zu viel des Guten gewesen. Gut, ich habe es mir fast vorgestellt, dass das wahrscheinlich... Ja, komm, weißt du was? 1, 2, 3, 4... Ich mache mal nur 4 rein. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Weil zu viel muss es auch nicht sein, ganz ehrlich. Zu viel wäre zu viel. So, warum sind die jetzt zu langsam? Also, weil die jetzt noch nachliefern. Gut, das müsste dann auch irgendwann mal fertig sein dann. Ja. Ich werde das wahrscheinlich... dann irgendwann mal sowieso alles noch mehr reduzieren können, weil wenn nur die Bohrer rankommen, da sieht man eh schon die Bohrer. Ich meine, die, hier sind sie doch eher voll jetzt, aber das wird sich dann ändern, sobald der hier fertig ist, wird sich das ändern. Na gut, aber dann würde ich sagen, abhauen hier. Moment, ich habe da so ein Uran-Ding, ja, das Uran-Ding kommt da rein. Einmal kurz crushen bitte. So, geh crushed. Nein, ich weiß nicht. Du bist aber schnell genug, oder? Nee, du bist nicht schnell genug. Ich muss hier auf jeden Fall... Da muss ich Geschwindigkeitsmodule ranpacken. Damit das Ding auf jeden Fall... Gut, vielleicht ein... So ein Ding. So. Weil das muss nachkommen. Weil wenn das nicht nachkommt, ist natürlich blöd. Wie viel macht das eigentlich immer... Okay, das macht das eher aus 20. Okay, und da mal auch 20. Gut, aber es kommt da nicht immer eins raus, oder? Doch 0 bis 4. Na gut, egal. Lassen wir mal so. Das müsste so sich eigentlich dann irgendwann ausgehen. Das ist eh noch nicht sehr voll, nein. Gut, schön. Gefällt mir. Wir hauen ab. Habe ich jetzt irgendwas noch mit, was ich nicht haben will? Nein. Also, alles gut. Rein da bitte. Ja. Boah, aber die... Okay, also diese Uraniumzellen... Moment, da muss ich jetzt ganz kurz gucken. Ja, man sieht schon, Ignora, da haben wir das Problem. Wir bräuchten jetzt eigentlich... Okay, das muss ich vielleicht noch bauen kurz. Hab ich? Nee, geht sich nicht aus. Achso, ich sitze ja in der Rakete. Ich glaube, ich habe ja nicht genügend von denen. Nee, die sind komplett leer. Okay. Ja, Meteoritenabwehr ist hier schon schwierig. Könnte schwierig werden. Ich sollte, vielleicht habe ich hier, was ich natürlich auch wieder nicht habe. Ja, es ist natürlich. Ja, könnte ich aber hier vollfüllen. So, Reparaturwerkzeuge. Ne? Anforderungskistchen. So, und dann machen wir da. Logistik Network Content. Gut, Stein bekommen wir da gar nicht. Doch, müssen wir auch ranbekommen in Wirklichkeit. Was haben wir da? Owl-Eye-Ressourcenmangel. Echt jetzt? Was hat Owl-Eye denn für einen Ressourcenmangel? Vulkanit, oder? Wahrscheinlich, ne? Ich könnte das natürlich auch cooler machen. Dass ich da reinschreibe, welche, aber das geht natürlich nur dann, wenn ich einzelne Alarme mache. So, genau. Und du darfst nur dann, wenn... Reparaturpacks kleiner als 25 sind, hätte ich gesagt. So, Reparaturpacks, genau.
Die sind ja, die scheinen ja eh auf auch logistiknetzmäßig, oder? Ja, okay, das passt. Gut. Dann haben wir auch die Reparatur, wenn es wäre. So, jetzt aber können wir dich alleine lassen, oder? Ja. So, go, launch. Hätte mir einen Kaffee mitholen sollen. So, und ich kann wieder was abhaken. Was für eine Freude. Gut, also Uran ist jetzt definitiv nicht mehr das Thema. Das ist schön. Vor allem die Kiste wird jetzt wahrscheinlich sogar schön voll. Ja, das piepst, weil wir da... Oh. Na komm, weißt du was? Füll hier 50, füll hier noch rein. Oder ich mach das händisch kurz. Kann ich ja machen. Oder was ist es denn? Wahrscheinlich ist es das. Ja, genau. Es ist nur... Sehr schön. Ja, flieg los. Ist okay. So, das andere Zeug passt. Okay. Ja, und wir müssen nach Ellis. Wir müssen nach Alice. So, Alice. Gute F ist Alice. Moment, aber ich werde hier. Was, wie viel so Dinge haben wir auf Alice? Gut, da haben wir genug. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, da haben wir genug von denen. Das passt. Aber ich brauche auf jeden Fall ein paar Pumpen und so Sachen. Und auf jeden Fall auch die Dinger. Das ist nur die Frage, diese Space Capsule Cannon Shells, die muss ich dann auf jeden Fall irgendwie bauen da oben. Was brauchen die? Ach, du Schande, die... Ach, Mensch, die... Ach, Mensch. Okay, das ist richtig scheiße. Aber ich muss die oben bauen, das hilft alles nichts. Low Density Structures. Na, super. Ich vermute mal, die kann ich nicht delivern, oder? Delivery... Canon Capsule Delivery. Canon Capsule wird nicht gehen, oder? Das wäre lustig, so eine Canon Capsuleception. Plague Rocket. Ach du Schande. Weapon Delivery Capsule. Ah. Atomic Bomb. Ah, oh, ich sehe ganz coole Sachen. Iridium Pile Driver. Immense physical damage in a small area. Secondary explosive damage in a shockwave. Okay, das ist schön. Also ich könnte auch hier... Das ist ja ganz toll. Ja. Aber weißt du was? Alice hat eh schon... Genau, das haben wir hier eh schon für Alice. Dann werden wir hier vielleicht noch ein bisschen... Damit ich die Dinge auch machen kann. Was brauche ich da? Heat Shields. So, einmal Heat Shield. Oder kann ich Heat Shields... Mal gucken... Genau, Heat Shielding geht. Und was brauche ich dann noch, damit ich diese Kapseln machen kann? Copper Cable schaffe ich im All. Low Density Structures brauche ich auf jeden Fall. Low Density Structures. So. Gut, ich muss die ja eh... Kurz anhängen und dann auch da anhängen. Und da sagen wir, wenn Hitzeschilde kleiner als... Wo sind denn die Hitzeschilde? Weil da muss ich die zumindest im All nicht machen. Kupferkabel schaffe ich und das TNT wird vielleicht ein bisschen schwierig. Kleiner als 500. So, dann kannst du das machen. Und hier, wenn Low-Dingens kleiner als 500 sind, weil die beiden, die habe ich ja eh schön automatisch gemacht. Ja, das war jetzt doof. Eigentlich wollte ich ja das machen. Kleiner als 500. Eigentlich könnte ich die vollfüllen, ne? Dann machen wir halb. Dann Hitzeschilde auch. 1200 Hitzeschilde. Dann sind die halb voll.
Ah ja, so, 1200. Die werden befüllt und da muss ich nur noch gucken, dass ich da auf jeden Fall. Moment, nein, verdammt, was mache ich da? Lösch das bitte. Schalt das Ding aus. Weiß nicht, warum, dass ich das noch aktiv ist. Okay, gut. So, und was haben wir dann noch? Wir brauchen. Wird da jetzt hier eigentlich angeliefert? Ja. Und das wird auch angeliefert, ja. Das sind eh keine Puffer-Chests da hinten, oder? Das sind eh Passive-Anbieter-Kistchen. Ja. Ah, sehr schön. Fliegen schon alle. Wunderbar. So, und dann brauchen wir noch. Was habe ich dann noch? Explosives ist vielleicht ein bisschen schwierig, wobei das müsste ich auch schaffen. Explosives, wenn ich sie denn. Die sind wieder da drin, oder? Ne, die müssten eigentlich schon hier sein. Warum sehe ich die nicht? Ach, weil ich blind bin. Okay. Dann sind sie doch hier drin. Auch nicht. Ressourcen. Da sind sie. Schwefel, Kohle und Wasser. Eieieiei. Gut, müsste aber gehen. Ich glaube, ich schaffe das. Okay. Ja, komm, wir fliegen mal hoch zu Alice. So. Green Signal when fuel full. Oder wenn ich drin sitze, geht das auch. So. Ich hätte vielleicht so ein Kistchen mitnehmen sollen. So. Oh, cool. Hat man auch schon lange nicht mehr. Moment, kurz meine Robo. Ja, super. Das freut mich, glaube ich, sehr. So, jetzt haben wir da einen Haufen Schrott wieder. Wie viel Logistikzeug habe ich denn mit hier? Hoffentlich genug. Ja, räumt mal schön zusammen. Habe ich Reparaturbots hier eigentlich? Müsste ich hoffentlich haben. Ja, doch, ihr wird schon schön repariert. Alles schön, alles toll. Gut. Landaufschüttung ist da, ja, von mir aus. Gott, die Rakete ist ja schon wieder gerammelt voll. Die ist ja wirklich komplett voll, die Rakete, okay. Gut, aber es ist ja super eigentlich, wenn die voll ist. Haben wir das jetzt schon alles zusammengeräumt? Ja, sieht gut aus. Jetzt muss ich nur. Genau, jetzt muss ich da noch eine Anforderungskiste hinmachen. Das haben wir nämlich noch nicht. Falls da so Dinger nämlich. Ja, einmal da rüber geflogen. Danke. So. Da fordern wir bitte die Teile an. Und zwar, ja, machen wir 48, weil das sind ja eh. Genau, okay, weil ich habe nämlich jetzt 8 sind am Weg. Ah, die Space Capsule geht natürlich auch ab. So. Wo ist die Space Capsule jetzt? Sie müsste hier irgendwo gelandet sein. Das Zeug nehme ich bitte wieder mit. So, Space Capsule und Schrott haben wir eigentlich jetzt auch sehr viel. Möchte ich ehrlich gesagt, naja, gut, lassen wir mal da. Wo ist die Space Capsule? Hat der. Irgendwo muss die doch gelandet sein. Hatte ich da keine mehr mit? Gute Frage. Ist die da jetzt nirgends drinnen? Nö, sieht nicht so aus, oder? Spannend. Naja, gut, dann hatte ich wohl doch keine mit. Okay. Ich muss auf jeden Fall hier ein bisschen was machen. Also bekommen wir da Probleme. Man sieht hier, ja, jetzt war das Schwerl nämlich ein bisschen voll. Ich habe zu wenig vom Petroleum. Immer dieses Ölverarbeitungszeug, ja, es ist eigentlich echt immer ein bisschen nervig. Aber ich mach's mir jetzt mal einfach. So, was haben wir da eigentlich? Ach, das kommt, da kommt Öl ran. Okay, da kann ich. Ich kann es mir doch nicht einfach machen.
das Öl natürlich jetzt genau hier rankommt. Ja, gut, dann müssen wir da vielleicht dann noch ein bisschen weiter nach oben. Ja, okay, super. Vielleicht räumt ihr das vorher auch noch weg. Alles hier schön, danke. So. Dann kann ich nämlich hier auf jeden Fall das eher nach oben fahren. Also das wollte ich jetzt eigentlich so genau. Dann haben wir da hinten Öl und Wasser. Wie weit muss ich da? Moment, was ist das? Warum ist das eigentlich auf der Seite? Ich würde das ganz gerne auf die Seite packen. Ja, und leider sind wir jetzt schon wieder auf Alice, obwohl ich dachte, wir werden lange nicht auf Alice sein. Aber gut, ihr habt euch wahrscheinlich eh schon gefragt, wie lange es dauern wird. Oh. Das ist jetzt eher, das wollte ich so nicht. Ihr habt euch eh wahrscheinlich schon gefragt, wie lange es dauern wird, bis er wieder zurückkehrt nach Alice. Weil es ihm so gefällt hier, dem Claudion. Ja, da wären wir wieder. So, einmal ist da eine Reihe und da eine Reihe. Also dann kann ich das hier so ranpacken. Oder ja, genau. Machen wir das einmal. Da gehen sich eh nur zu viele aus. Ja, vielleicht da unten dann noch eine. Ich brauche, was sind das jetzt? Ölraffinerien. Wobei, das sind ja dann Fuel Refineries. Also ich sollte die vielleicht hier doch eher dann so gleich machen. Zwei. So, eins, zwei und dann noch drei von denen. Also zwei noch, bitte. Sind die? Eins, zwei. So. So, hinten ran das Öl. Und ich habe keine Rohre mehr. Ja, ich reiß das gleich mal alles weg hier wieder. Ah, es ist immer das Gleiche mit diesem blöden Öl. Wie nervig das doch immer, dass das doch immer ist. So, ja gut, dann mach gleich hier mal den da. Dann Wasser machen wir auch gleich dazu. Warum habe ich die Pumpe gemacht? Weiß man nicht. So. Geht sich jetzt unten noch einer aus? Soll sich ja einer noch ausgehen, oder? Ja, geht sich genau aus. Okay, super. So. Gut, geht sich genau aus. Und sogar wenn ich es richtig baue, geht sich es genau aus. Dann müsste ich nur hier den Strom kurz abklemmen. So, okay. Jetzt habe ich wirklich den Strom hier kurz abgeklemmt. Okay, so. Eieieiei. Mehr Rohre braucht das Land. Welches Land? Ja, hier dieses Land da. So. Gut, das klemmt an, das passt. So, und wir machen das jetzt. Ich müsste mir echt auch mal wieder so ein Ding bauen, dass ich wirklich auch. Ja. So. Ich mache das jetzt hier wieder ganz eng. Oder? Würde ja Sinn machen. Moment, nach unten muss ich. Doch, müsste ich auch nach unten. Glaube, ich mache es lieber ganz eng. Ich sollte vielleicht auch hier die Mall gleich mal bauen. Ist das eine gute Idee? Ich bin mir nicht sicher. So. Na egal, ich kopiere das jetzt mal kurz. So. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Dann ist das etwas enger gemacht hier. Gut, das ist jetzt natürlich. Ah, eine müsste ich vielleicht noch bauen, so eine Fuel Refinery. Also eine Oil Refinery. So, dann hätten wir das gut erledigt. Ich weiß, dass da oben. Ja, komm, vielleicht packen wir da auch einfach Leichtöl ran.
Wobei eigentlich brauchen wir ja Petroleum sehr viel. Gut, hier haben wir eh in Wirklichkeit viel zu wenig. Und eigentlich müsste ich auf Novice ganz kurz die Rakete gleich mal wieder zurückschicken. Die LS-Rakete, wo haben wir die LS-Rakete? Die LS-Rakete ist hier. Achso, das dauert noch, die schicke ich noch nicht zurück. Okay, alles gut. Wir brauchen da jetzt gleich mal das Öl. Ich reiß das jetzt weg, weil das gefällt mir hier ehrlich gesagt gar nicht, was ich da hier fabriziert habe. Ich würde da sogar Petroleum aufspalten, jetzt sehe ich es erst. Da habe ich ja sogar schon Petroleum-Aufspaltungsvorgänge. So, naja. Gott, warum habe ich einen Burner-Inserter? Das ist ja der Burner. Immer dieser schlechte Witz, ich weiß. So, das darf ich jetzt hier nicht machen. Da muss ich auf jeden Fall einmal so machen. So, aber das kann ja hier schon mal durch, hätte ich gesagt. So, dann ist das da drin. Ich mache das auch gleich richtig mit Pumpe. Damit wir da auch nicht irgendwelche anderen Sachen haben. So. Gut, also nach unten wird es immer gepumpt und... Ja, die Frage ist, falls es zu viel ist... Ich werde das Kumpi packe ich ja auch woanders hin, glaube ich. Die Aufspaltungsteile. Wozu das nach oben? Wo war das jetzt? Das ist größer als 99.000, dann... Ach so, weil da... Ah, die Festbrennstoffdinger. Genau, okay, alles gut. Alles gut. Weil das sollte ja hier gut sein. So, was haben wir da? Das pumpt immer. Das pumpt immer. Also das sind die Dinger, die ich wichtigerweise brauche. Und das ist dann nur, falls da zu viel drin ist. Okay. So, das bedeutet, du kommst mal weg. Das war jetzt ein bisschen Verschwendung von Leichtöl. Gut, dann würde ich aber sagen, Moment, dann packen wir... Ich muss nur aufpassen, dass ich auf jeden Fall hier... Ich mach mal den einfach jetzt hier so. Ich weiß, es ist jetzt alles ein bisschen durcheinander, aber das werden wir schon irgendwie hinkriegen. So, dann kommt das mal da rein. Genau. Aber ich müsste hier natürlich trotzdem auch einen Tank hinbauen. Einfach nur, damit wir was zum Auswerten haben. Ne, der Tank ist ja eigentlich eh da unten. Ach Gott. So. Passt schon. Immer wieder das Gleiche mit dieser blöden Öl-Ding. Ich muss da echt mal eine Blaupause machen. Vielleicht sollte ich mir da einen Task für meine Taskliste machen. Aber andererseits will ich gar nicht. Schweröl. So, weil Schweröl haben wir es natürlich schwer. Weil Schweröl werden wir auf jeden Fall in... Mein Schwerl packen wir hier mal gleich hier den hin, hätte ich gesagt. So. Genau. So, ein Leichtöl sollen wir nur dann, wenn da, sage ich mal, voll ist, dann darfst du hier weiter pumpen. Also wenn da Leichtöl größer als 20 ist, sage ich mal. So, 20.000. Weil sonst grundsätzlich das Leichtöl sollte hier verwendet werden, wobei Leichtöl natürlich auch... Eigentlich müsste ich die Festbrenn-Dinge aus Leichtöl machen. Genau, ich würde jetzt auf jeden Fall Schweröl auf jeden Fall hier alles umwandeln in Leichtöl. Machen wir gleich mal hier. Da brauche ich Wasser dazu, das darf ich nicht vergessen. Warum habe ich die jetzt alle vier hingebaut? Weiß man nicht. Schweröl zu Leichtöl umwandeln. Ja, sollte ich vielleicht... Ist das jetzt zu nah? Nee, sollte gehen. Nur schauen, dass ich das Wasser natürlich auch da entsprechend ranbekomme. Zum Glück ist Wasser jetzt kein Problem mehr, seit ich Wassereis habe. Boah, ich bin so froh. Also ihr vielleicht erinnert ihr euch noch an die lustigen, spaßigen Sachen damals. Das habe ich jetzt auch wieder ein bisschen eng gemacht hier, aber ist egal.
So. Genau, weil sonst Schweröl. Pff, ich weiß nicht, was ich sonst damit machen soll. Jetzt habe ich kein Öl mehr. Achso, weil ich da natürlich. Ja, gut, das sollte ich vielleicht anschließen auch, ne? So. Genau, dann kommt da Leichtöl raus. Oh, ich sehe gerade, das ist natürlich jetzt alles wieder extrem eng. Das geht so nicht. Machen wir eher den da. So. Genau, weil dann pumpt das alles da rein. Du würdest hier schon, weil da ist schon sehr viel da. Okay, dann haben wir da Leichtöl. Haben wir jetzt zu viel Leichtöl, oder? Achso, ich muss ja natürlich auch die Festbrennstoffe dann bauen. So, komm, machen wir das mal. Machen wir das mal fertig. So, ich brauche Rohre. Gut, ich habe natürlich das Wasser komplett falsch gemacht. Ach Gott, wie doof eigentlich, ne? So, jetzt passt's, oder? Genau, jetzt passt's. So, alles wird umgespalten, wunderbar. Die Dinger rattern wieder. Genau, aber jetzt haben wir natürlich den Punkt, sobald das voll ist, machst du. Weil ich möchte eigentlich diese Fuel-Klumpen nur aus... Ist das das Richtige? Ja, genau, nur aus dem Zeug machen. Außer wenn es wirklich übertrieben ist. So. Brauche ich sonst eh nichts. Nee, dann kann ich die nämlich da ranpacken. So, ich glaube, ich brauche einige mehr von denen. Und Schweröl möchte ich gar nie irgendwas machen draus, ja. Weil Schweröl ist einfach nur lästig, ja. So. Was haben wir da jetzt? Ist wahrscheinlich jetzt zu viel Leichtöl da, ja. Ja, und dann machen wir nämlich da nochmal den dahin. Achso. Machen wir da nochmal so einen Tank hin. Weil, was ich nämlich schon auch noch machen will. Machen wir so. Es ist alles hier etwas eng. Eieiei. Habe ich schon mal erwähnt, dass hier alles etwas eng ist. So, du pumpst nämlich jetzt da rein, weil das hätte ich ja dann schon richtig gemacht. So. Weil was ich eigentlich erreichen will, achso, jetzt muss ich noch warten. Primär wird Leichtöl umgewandelt in Steinchen, ja. Item Ingredient Shortage, achso, weil ich da, ja genau, primär wird Leichtöl umgewandelt in Steinchen, aber... Wenn zu viel da ist von dem Zeug... Komm, ich muss hier ein bisschen... So, wenn zu viel da ist von dem Zeug, erst dann... Genau, wenn da nämlich jetzt... Also du wandelst jetzt primär in Leichtöl um hier. Vielleicht hier... Also in Steinchen, wollte ich sagen. Toll. Richtig vielleicht drehen. So. Richtig drehen, danke. So, einmal, zweimal, dreimal. Ich habe keine Ahnung, warum, dass ich da immer noch die alten Dinge habe, aber naja. Alte, schicke Bänder ist ja auch was Tolles. So, okay. Natürlich brauchen wir da auch Strom. Gut, und spannenderweise haben wir trotzdem viel zu viel Leichtöl. Und sollte das hier trotzdem noch zu viel sein, ja, das ist jetzt natürlich auch wieder blöd. Na gut, ist eigentlich nicht blöd, weil ich könnte die Pumpe einfach da anschließen. So, wenn der Tank
auch mehr als 20.000 Leichtöl hat. So. Es ist natürlich enabled schon, weil wir da so viel drin haben. Dann wandelst du das in Petroleum um. Brauche ich wieder das Wasser irgendwo da hinten. Hätte ich vielleicht jetzt nicht alles so extrem eng machen sollen. Ach nee, Cloud, echt? Aber ich glaube, das müsste eigentlich reichen. Oder habe ich jetzt wieder irgendwo einen Denkfehler? Nee, ich glaube nicht. 25, 25. Gut, Leichtöl ist mehr als genug da. Ja, Chemiefabriken habe ich natürlich wieder gar keine mehr. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich das hier nicht so eng machen hätte sollen. Ja, gut, das... Achso, Wasser ist eh hier noch, Gott sei Dank. Alles gut. Wir haben noch Wasser. So. Ich würde das lieber wieder mit normalen Rohren machen. So, einmal da hoch. Wie gesagt, ich glaube, Würfelchen brauche ich jetzt sonst auch aus echt nichts machen, weil Leichtöl. Und Leichtöl habe ich da genug, kommt da genug raus. Ja, Chemiefabriken, so. Was war das jetzt nochmal? Also das war jetzt wirklich, wenn da zu viel drin ist, was aber eigentlich eh nicht sein dürfte, dann würde ich da Steinchen machen. Aber ich glaube, das kommt eh nie vor. Oder machen wir es sicherheitshalber vielleicht doch, ja, weil es egal ist. Also, habe ich noch eine Fuel Refinery jetzt gebaut? Ja, habe ich sogar zwei gebaut, sehr schön. Also sollte das wirklich passieren, ja, machen wir da den da. Wird zwar wahrscheinlich eher nie passieren, aber gut. So. Stairmasten steht natürlich schön da. Ja, dann mache ich die andersrum. Ist auch okay. Dann muss das Ding vielleicht dann doch hier einmal so machen. Genauso wie das Wasser dann da. Einmal durch muss. Ja, komm, ich mach's jetzt vielleicht doch unterirdisch. So. Das Ding kommt gleich daran. Ah, geht sich sogar genau aus. Super. Und ich habe kein Eisen mehr. Das ist natürlich spannend, kein Eisen mehr zu haben. Weil ich glaube, ich habe hier auf dem Planeten ja hauptsächlich Stahl, aber kein Eisen, oder? Mache ich hier überhaupt irgendwo Eisen? Ich glaube, irgendwo mache ich... nee, ach doch, da. Ist aber aktuell gerade nichts, weil ich natürlich... Ja. Spannend. Habe ich alles, nur kein Eisen. Das ist ja fast zum Haare ausreißen. Also, weil da ist natürlich jetzt hier auch eher wieder ein bisschen... Arbeiten die? Ja, doch. Nee, die arbeiten nicht, weil die zu wenig... Ja, gut, ich... Ja, Schwefel ist natürlich, weiß ich, dass das ein Problem ist. Sollte aber jetzt dann besser werden. So, weil habe ich jetzt... Genau, ich wollte eigentlich ein paar Rohre machen. So. Also das pumpt jetzt, das passt, das sollte dann... So, dann schauen wir kurz die Chemiefabrik einmal daran. Und zwar wandelst du jetzt das in Petroleum um. So. Öl haben wir natürlich hier. Machen wir das so. So. Und dann kommt das Wasser. Ah, das passt ja nahezu perfekt. So. Gut.
Dann schauen wir nur, dass wir da ein paar mehr noch machen von denen. Weil das ist im Endeffekt der letzte quasi Strohhalm, ja. Wenn Petroleummangel ist, weil Petroleum brauchen wir jetzt sehr viel hier in Wirklichkeit. Und ich brauche ja Schwefel auch. Was bräuchte ich nochmal? Brauche ich auch für Petroleum, brauche ich auch. Ja, da brauche ich ja auch Schwefel, Petroleumzeug. Ja, das passt. Habe ich jetzt echt. Okay, mir fehlt ein Knie. Gut. Ich glaube, ich sollte jetzt übrigens doch hier die ein bisschen forcieren. Dass diese Pumpe, Moment, jetzt mache ich das anders, so. Dass diese Pumpe nur dann pumpen darf, wenn in der Kiste genügend Eisen drin ist. Es wird zwar ewig dauern, aber naja, es ist mir lieber, weil ich brauche das Eisen ja offensichtlich hier selbst. So, wo ist denn Eisen? Ich bin zu doof, um Standard-Eisen zu finden. Da Eisenplatten, wie viel sind da? 100, 200, da wären 1000. Machen wir 800. Es geht nur, wenn da größer als 800. So, genau. Weil dann wird das in Zukunft hier reinschmelzen, wenn da was rankommt. Genau, das passt ganz gut. Und vielleicht muss ich ja dann doch hier irgendwo wieder Eisen abbauen. Wäre ja okay. So, die beiden sind offensichtlich weg. Wunderbar. Passt. So, Schwefel. Also eigentlich müsste ja Schwefelproduktion jetzt wieder etwas besser gehen, weil wir müssten jetzt wieder genügend von dem Zeug haben. So, wahrscheinlich sollte ich vielleicht doch das Speed-Module reinpacken. Passt. Okay, super. So. Gut, dann. Also das hätten wir jetzt optimiert. Ich glaube, da reicht die eine, weil es sollte ja nie der Fall sein, dass ich zu viel von dem Zeug habe. Und wenn ich zu viel von dem Zeug habe, ja, machen wir Würfelchen. Aber im Endeffekt geht es eigentlich darum. Genau, also primär machen wir mit dem Leichtöl das ja hier in Massen vorhanden ist, machen wir primär mit dem Leichtöl die Würfelchen. Da haben wir, glaube ich, sogar ein bisschen zu wenig Fabriken, wie es aussieht. Habe ich noch so eine Fuel Refinery? Könnte ich sogar noch... Ja, komm, ich habe sogar noch eine und ich baue noch eine. So. Und ich habe... Ach Gott. Ah, immer das Gleiche. So. Bauen wir noch eine. Dann sollte das eigentlich mit dem Würfelchen auch gut passen. Und es sind natürlich wieder mal die Rohre, die fehlen. So. Ich könnte die natürlich jetzt auch geschwindigkeitstechnisch irgendwie packen. Aber wir haben von dem Zeug ja hoffentlich genug, oder? Ne, da ist eigentlich gar nicht mal so viel drinnen. Obwohl der hier auch schön pumpt. Vielleicht sollte ich die, kann ich da... Ah, da könnte ich sogar Erfolgsmodule reinpacken, ja. Der Erfolg für Aufspaltung liegt in der Verwendung richtiger Module. So. Ja, die Tanks sind eh richtig schön voll. Weil der Punkt ist natürlich auch, irgendwann werden diese Würfelchen ja auch voll sein. Behaupte ich jetzt mal. Gut, ich lasse das jetzt erstmal. Weil wir brauchen, ich wollte eigentlich so, ja, natürlich habe ich jetzt die Dinger... Gut, ich hätte da sogar... Wo baue ich die denn hin? Die würden hier, glaube ich, ganz gut passen. Also einmal kurz hier alles weg. Weggeballort. So. Super. Genau, weil dann machen wir hier auf jeden Fall mal drei von denen. Und da muss ich natürlich vorne auch...
So. Ist das jetzt klug, wenn ich das so mache? Ja, machen wir mal so, lassen wir mal so. Es ist nur die Frage, kann ich da genau die Dinger, und zwar kann ich da auf, ich hoffe, dass ich da überall hin kann. Ja, doch, kann ich nach Itnora, müsste ich da. Auf nicht Itnora, nee, Itnora ist ein Blödsinn. Wir müssen da nach Konstanze. Sehr konstant, nach Konstanze müssen wir da. So, wo ist denn Konstanze? Habe ich schon mal erwähnt, dass das alles schon ein bisschen sehr kompliziert auch wird, aber das ist okay. Ich freue mich trotzdem. So, genau. Passt. Und vor allem nicht die Dinger, sondern die Dinger muss ich. Enriched Vulkanit. So, jetzt muss ich natürlich nur einmal hier so ein Hüttchen bauen, weil ich diese Abschusskapsel natürlich bauen muss. Wo sind die wieder drin? Die sind da. So. Da brauche ich jetzt einmal ein Empfangsdöschen. Ist die Frage, ob ich das mit Logistik mache, aber wäre eigentlich ein Blödsinn, oder? Ich muss dann natürlich aber trotzdem hier gucken, dass ich... Was ist mit euch los? Das ist einfach zu langsam momentan. Okay. Müsste ich nur schauen, dass ich irgendwie... Das Ding, ich meine, ich könnte da einen neuen machen, aber ich könnte das auch einfach nach unten fahren. Moment, wo sind die großen genau? Mache ich da einmal groß, da noch einen großen Masten ran. Ich will, dass du da wirklich den großen Masten verbindest, so. Genau, dann machen wir da ein Empfangsdöschen ran. So, einmal kurz. Oh, ich habe keine grünen Bändchen mehr. Kurz die Verbindung machen. Über die Großmasten. So. Und ran damit. Ja, in Wirklichkeit muss ich da dann einen Receiver machen. Ach, das ist alles sehr, sehr schwierig. Gut. Genau, jetzt aber erstmal habe ich ein Empfangsdöschen, habe ich schon, das passt. Das kommt nämlich dann hier ran. So. Wir haben da jetzt was drauf, das sind unsere ganzen Signale drauf. Okay. Moment, ich packe das ein bisschen anders. Dann machen wir da einmal auch Anforderungskistchen. Machen wir so. Weil falls am Planeten was da ist von den Zeug, ich muss das ja auch schön so anfordern. So, Delivery Cannons. Gut. So. Ich fordere das mal alles an, weil Hitzeschilde haben wir sogar da. Also machen wir 100 Hitzeschilde anfordern. Dann machen wir 50 von denen. Das reicht ja, glaube ich. Ich weiß, dass wir die Sachen nicht da haben. Dann machen wir 50 von denen. Hitzeschilde machen wir auch 50. Das ist nur für den Fall, falls irgend sowas da ist. Und da 200. Wobei Kupferwürste, das machen wir wahrscheinlich sogar hier. Ist besser, oder? Wir da vielleicht doch Kupfer machen. Kupfer anfordern. Ja. Zum Glück haben wir so viel Kupfer da. So, Kupferwürstis. Genau, und dann machen wir da. Du hast eh nur zwei Sachen. Ich mache da jetzt Stack, Filter, Stack, Inserter. Weil wir machen einmal die Dinger und einmal die Leichtbauteil-Dinger. Genau, und zwar nur solange... Einmal hierhin verbunden und einmal dahin verbunden. Und zwar nur so lange Hitzeschilde. Ah, ja, ich verbringe sehr viel, solange das kleiner als, mach mal, 50 ist. Ja, weil mehr muss da nicht drin sein. Und hier ist das gleiche, solange das Ding kleiner als... Auch hier kleiner als 50 ist. So.
Genau, die Box ist jetzt da. Also eigentlich müssten wir theoretisch jetzt kurz auf Novice zurückgehen und hier die Dinger. Genau, eigentlich müsste der das jetzt haben und ich muss hier nur den richtigen, die richtige Box jetzt finden, nämlich die da. So. End-to-Exit Satellite Mode, aber ich muss ja sowieso in den Satellite Mode nochmal. Ja, müssen wir nur einschalten, ne? Ein. So. Sehr schön. Und auch hier nochmal kurz in das richtige Döschen, nämlich da rein. So. Nochmal nach Novice. Auch hier müssen wir einschalten. So. Müsste das eigentlich passen? Wie lange haben wir gesagt? Unter 500. Ja, dann haben wir da immer ein paar da. Passt. Das ist drin hier. Das ist gut so. Das ist auch befüllt. Jetzt brauche ich nur mehr noch die Explosives. Ja, die sind natürlich jetzt etwas schwieriger zu machen, weil für Explosives brauche ich natürlich jetzt wieder Sachen, die ich nicht habe. Nämlich zum Beispiel hier Schwefel, Wasser und Kohle. Gut, die mache ich aber dann ganz ehrlich da oben irgendwo. Genau. Da brauche ich wahrscheinlich auch eine Chemiefabrik, oder? Hätte ich sogar vier mit. So. Ach ja, Schwefel wäre natürlich. Ja, gut, das. Schwefel ist natürlich da. Bitte einmal kurz aufteilen. So. Ach ja, und Kohle brauche ich dann auch noch. Also einmal noch Anforderungen. Nein, da, oh, nicht so eine. Jetzt habe ich schon wieder so eine blöde Kiste gemacht, versehentlich. Ich habe mich verdrückt. So. Weißt du was? Die setzen wir einfach hier irgendwo hin. Da. So. Gut. Und dann einmal hier Kohle angefordert. Falls ich das irgendwo im Netz habe. Wahrscheinlich ja nicht. Doch, habe ich sogar. Habe ich die echt im. Habe ich Kohle im Logistiknetz? Gut, eigentlich, weißt du was? Es ist doof, Kohle anzufordern, weil ich habe Kohle eh auch hier, sehe ich gerade. Also ganz ehrlich. Und das machen wir besser, hätte ich gesagt, weil Kohle ist ja hier, wie man sieht. Weißt du nicht? Achso, das ist für die Dinger. Ja gut, dann passt das ja eh ganz gut. So. Dann machen wir nämlich einmal hier den da. Ja, machen wir einmal den da. So, und einmal den da. So, super. Ja, und schon bauen wir tolle Sachen hier, die wir dann anfordern können. Ich würde sagen, wir machen da trotzdem nur. Ja, machen wir eine Reihe voll. So, weil dann müssten die eigentlich. Das müsste dann funktionieren. Und dann kann ich da super. Die Dinger bauen. Ja, das passt gut. So, da muss ich jetzt nur eins machen und das ist jetzt ein bisschen zum Aufpassen. Da muss ich jetzt einen Signalempfänger dran bauen. Den packen wir mal dahin und du schaltest dich ins Konstanze. Ach, da kann ich. Da kann ich wieder kein Icon dazu machen. Warum nicht? Warum kann ich da wieder kein Icon dazu machen? Konstanze net. Aber wir werden für Konstanze. Wobei eigentlich ist es egal. Weil wir müssen ja nur gucken, was da so da ist. Also wir können auf jeden Fall das Konstanze net nehmen. Da brauche ich kein separates in Wirklichkeit, oder? Ich überlege jetzt gerade. Ja, für das brauche ich kein separates, da kann ich das normale nehmen. Würde ich also hier, habe ich vielleicht da eh so ein Döschen da, schauen wir mal. Aber ich glaube nicht, dass ich da so ein Döschen da habe, oder? Habe ich sowas da? Nee, natürlich nicht. Ja, dann machen wir Konstanze net. Ist, glaube ich, okay. So, also du schaltest dich ins Konstanze net und dann machen wir hier den. Moment kurz, die Dinger wieder.
So. Grünes Netz, grünes Netz, grünes Netz. Runter, runter da. Auch da runter und auch da runter. Wir machen die jetzt einfach mal alle drei gleich. Gut. Sonst schließen die auch an den Strom an. Das Problem ist jetzt nur, dass wir hier natürlich jetzt strommäßig ein bisschen mehr ziehen. Weil wir jetzt so eine blöde Transmitterschüssel auch haben. Und vor allem die Dinger, die brauchen richtig. Aber naja, hilft jetzt nichts. So, und dann machen wir da. Dann einmal das Zeug weg. So, einmal so. Die Frage ist nur, ob wir da jetzt nicht zwei brauchen. Ne, wobei, weißt du was, komm. Ich mach das nicht so. Ich mach das richtig. So. Und die anderen kommen von oben rein. Ich glaube, dass eigentlich einer auch reichen müsste. Aber naja. So. Gut. Okay. Ist das kein Enriched Vulkanit? Ah, der packt das erst rein, wenn ich, glaube ich, einschalte, oder? Oder wenn wir ein Ziel haben. Gut, das passt, hätte ich gesagt. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, dass ich da... Ich glaube, ich muss hier auf jeden Fall ein bisschen Highspeed machen. Also es ist auf jeden Fall das Richtige. So, wie sieht es denn hier aus? Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall wieder genügend Schwefel. Also sind jetzt wieder schön am Arbeiten, oder? Ja, das passt gut. Einzige Problem, was ich jetzt möglicherweise habe, ist natürlich, dass ich zu wenig Eisen habe. Aber Alice sollte dann eigentlich jetzt wieder okay sein, oder? Moment, ich lasse mal die Rakete kurz zurückfliegen. Moment, ist der jetzt Launch on Cargo Full? Hm. Ja, das ist natürlich dann, ja. Ich merke gerade, ich hätte sogar noch einige Paneele. Aber Akkus, glaube ich, habe ich hier keine mehr. Nee, Akkus fehlen. Aber ich glaube auch strommäßig, ja, wird jetzt nicht das große Problem sein, oder? Müssen wir mal beobachten. Ölmäßig sieht es jetzt hoffentlich auch ganz gut aus, oder? Oder haben wir da jetzt von irgendwas zu viel? Nee, das passt, das läuft. Da ist auch nicht zu viel und die Pumpe ist leer. Okay, wir haben nur zu wenig Petroleum wahrscheinlich. Weil das Ding jetzt doch nicht so ganz voll ist. Gut, aber wie gesagt, sobald wir genügend Würfelchen haben. Apropos genügend Würfelchen, ich sollte vielleicht das da kurz aufwürfeln. Ja. So. Gut. Dann würde ich sagen, reicht jetzt erstmal. Wo diese eine Kapsel hingekommen ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Moment, ich möchte ganz kurz vielleicht den... Also jetzt haben wir da... Na komm, packen wir den Schrott auch noch rein. In diese Kiste. Aber das Problem ist, dass wir hier die Rakete immer ganz schön voll ist. So. 500, 5000. So, schauen wir mal, wie viel Schrott haben wir. Ist ja ein bisschen was da. Dann sieht die Rakete ist leider schon wieder sehr voll. Oder Gott sei Dank eigentlich. Ist ja schön, wenn die voll ist, sage ich mal. Ja, und wie gesagt, das können wir jetzt, wenn wir jetzt dann auf Konstanze gehen, können wir das machen. Jetzt muss ich nur auf Konstanze dann natürlich gucken. Was haben wir jetzt noch? Ja, komm, ich nehme das alles mit. So, einmal kurz Novice. Ich hoffe, Novice ist da jetzt schon mit einem Entleeren fertig hier. Ja, yep. Also hier kurz hochgeflogen nach Alice. Ja, wie es aussieht, wir haben sehr viel von dem Zeug. So.
Und hier warte ich jetzt, weil eigentlich müsste das Ding automatisch hochfliegen. Ich mach die mal rein. So. Weil Inventar ist voll. Okay, jetzt haben wir nur das Problem, dass die natürlich... Ach komm, weißt du was? So. Geht das ein bisschen schneller. Passt ja auch gut. Das könnte ich optimieren, indem ich dann einfach hier auch Sachen mache. Ich könnte auch die Schrottdinger vielleicht mitnehmen. So. Und voll. So, und jetzt, genau, jetzt fliegt der automatisch los, weil Inventar voll war. Super. Finde ich gut so. Und wir fliegen wieder los. So, jetzt muss ich natürlich nur nach Konstanze und da gucken. Moment, warum ist das so? Aber ich hoffe, dass meine Aufnahme läuft. Gut, das passt. Das passt, das ist okay so. Schrott packen wir kurz da rein. So, Konstanze war... Ach Gott, was haben wir denn hier für ein Chaos? Ich brauche auf jeden Fall auf Konstanze auch. Ja, das ist jetzt toll, dass ich jetzt wieder hier... Ist das immer noch eingeschalten? Schalte das bitte aus. So, ich brauche nämlich hier doch ein bisschen Platz. Dann übrigens, das kann weg, das kann weg. Weil ich brauche hier auf jeden Fall jetzt doch auch... Die Dinger auf Konstanze. Ich würde sagen, die fliegen wir mit dem Zeug los. Ich überlege jetzt gerade, was machen wir mit der anderen, weil ich möchte die Rückflugrakete, möchte ich auf jeden Fall auf eine andere Landeplattform bringen. So, du forderst das an. Du hast hier, oh gut, das haben wir noch nicht limitiert, das kommt aber jetzt. Nämlich, hat er sich das gemerkt, genau, kleiner als 40.000, das passt gut, okay. Jetzt müssen wir nur schauen, vielleicht, dass wir hier doch ein bisschen selbst, selbst ist der Mann machen, ja. Wir können hier eben ein bisschen mithelfen. Gut, die Rakete ist voll. So. Ich nehme gleich ein paar Meter mit. So, okay. Rein mit uns. Und ich würde sagen, los geht's, ab nach Konstanze. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Wahrscheinlich habe ich sehr viel Wichtiges vergessen. Ist egal. So, okay. Weil jetzt ist natürlich da die Frage... Haben wir da genügend Platz für das Zeug? Ist jetzt das Problem wahrscheinlich nämlich eher nicht so. Oh, ich habe die Dinger. Ich sollte die vielleicht anders machen. Warum sind die da unten drin? Ich sollte vielleicht eher nach oben rausziehen. Dann mache ich das Zeug vielleicht dann doch hier. Weißt du was, das Zeug packe ich mal weg. So. Wobei ich möchte das, nee, ich möchte das schon in der Kiste haben. Ich würde jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt eher die Dinger nicht mehr da reinpacken, sondern die kommen jetzt oben rein in eine... Machen wir so ein grünes Ding nochmal. Die kommen jetzt einfach oben rein. So. Ah, ja. Das ist ja alles richtig schön. So, da kann ich eigentlich die normalen auch nehmen. So.
Fliegt die eigentlich automatisch los? Launch on Cargo Full. Ja, gut, das wird nicht passieren. Ah, da muss ich ja nicht mal, das ist ja schön, da muss ich ja nicht mal das Ding zwischendurch machen. So. Genau, und dann packen wir nämlich das Ding auch noch schnell ins Netz rein. So, machen wir so. Dann würde ich nämlich die echt eher statt unten, dann machen wir nämlich nach unten hier die Vulkanitteile. Die haben wir nämlich lieber. So. Dann kann ich da auch dann, achso, müssen wir eigentlich, ja, das war jetzt sehr klug. Machen wir da jetzt Logistik-Request tausende von denen, falls ich sie finde, da, 1000. Wobei 512 eigentlich reicht, weil mehr haben eh nicht Platz. Was ist denn jetzt wieder passiert? Achso, weil jetzt werden natürlich auf Konstanze die Dinger wieder. So, das kommt rein, dann nehmen wir das raus. Es sind sehr viel drin von denen. So, okay. Immer dieses Umsortieren. So, die Frage ist jetzt, wir haben, habe ich hier eigentlich, da habe ich eh auch schon einen guten Reaktor, ja. Also eigentlich diese Solarflächen hier kann ich eigentlich weggeben. Weil ich brauche hier eigentlich wieder Platz. So, dann kann ich da aber auch die roten Dinger. So, also es wären 100 Stück von denen. So, okay. Gut, müsste dann eigentlich reichen. Sehr schön. Okay. Gut, dann hätten wir das erledigt. Ja komm, reiß die auch noch weg. Ich glaube, wir haben hier einen gut genugen Nuklearreaktor, dass ich hier vielleicht einen Backup-Ding hier irgendwie mache. Aber ich glaube, ich habe eh nicht mal Batterien hier ein. So, nein, vielleicht nicht genau hier hin. Ja. Nicht genau hier hin, wo ich sage, dass ich eh keinen Platz habe. Komm, pack mal da oben hin. Ein so ein Backup-Ding. Ja. Akkus habe ich natürlich keine. Das ist sehr klug. Aber naja. So. Gut. Jetzt ist die Frage aller Fragen, die sich mir natürlich stellt, wie üblich. Iridit. Also, wir haben Iridit. Wir werden Iridit natürlich hier, wir kriegen Iridit aus Iridit, also Crushed Iridit aus Iridit raus. Das ist ein Pulverisierer, das ist noch ganz normal. Dann brauchen wir diese komischen Bällchen und die muss ich mir hier gleich machen, indem ich Plastik, Schwefel und Dampf. Gut, Dampf ist jetzt nicht so schwierig, aber Plastik und Schwefel muss ich dann hier machen. Also da brauche ich auf jeden Fall Petroleum. Ah, Plastik und Schwefel, na super. Habe ich hier Petroleum da? Ich glaube, da muss ich das Zeug dann hier doch ein bisschen verbessern, befürchte ich. Ich will nicht. Leute, ich will nicht. Aber ich muss. Aber das Gute ist, von denen bekomme ich auch auf jeden Fall wieder welche raus, ja. Ja, ich würde das hier jetzt einfach mal, also ich, wie gesagt, ich brauche auf jeden Fall Schwefelsäure, die muss ich sowieso machen. Und Petroleum brauche ich da auch dann mehr. Das ist die Frage, ob ich das nicht einfach da hinten dann ranpacke. Weil da habe ich natürlich nirgendwo mehr Platz. Ich weiß auch nicht, warum ich diesen Tank, warum habe ich eigentlich diesen Tank hier? Da hängt ja gar nichts dran. Weiß ich nicht. Was ist mit euch eigentlich? Okay, da ist das Schweröl voll, das verstehe ich bis zu einem gewissen Grad. Weiß ich aber nicht, warum wir das überhaupt machen.
Ich mache ja auch keine Schwerelumwandlung. Ach Mensch, ich glaube, ich muss ja schon wieder. Ha, wo mache ich denn? Das würde ich da oben dann einfach mal hinmachen. Also wir machen hier Fokus auf Schweröl, warum auch immer. Wo nehme ich das Zeug? Ich kann mich schon erinnern, weil ich Schweröl brauche für das Ding unten. Ich kann mich schon erinnern, ja. Ich lasse das mal so bleiben und dann würde ich einfach sagen, dass ich... Wasser habe ich ja genug hier, ja. Das Wasser ist gut, weil Wasser haben wir hier Tank. So, ich brauche Fuel Refineries. So. Weil, wie gesagt, jetzt erstmal versuchen hier Schwefelsäure. Ja, ich weiß wirklich nicht, warum ich da... Ja, das ist natürlich wieder alles saublöd. Ich könnte natürlich einfach die Ölraffinerie wie auf dem Planeten machen. Also auf Novis. Ich würde sagen, habe ich hier Rohre eigentlich? Ich müsste ja hier eigentlich Rohre haben. Genau, das ist gut, weil ich habe offensichtlich eine Mall, die sogar sehr gut gefüllt ist. Richtig gut gefüllt mit Sachen. Gut. Ja, dann machen wir auf jeden Fall mal Folgendes, dass ich hier... Komm, das, ich erweitere das jetzt mal ein bisschen. Damit ich da zur Not dann vielleicht gleich ausbauen kann. So. Das Ding kommt vielleicht noch ein bisschen da nach hinten. Wenn der Masten, weiß nicht, warum der da im Weg steht. So. Oh, ich habe ein Schleifchen gebaut. So. Was ich aber jetzt eigentlich machen wollte. Also Schwerl haben wir eh da. Das brauchen wir dann nicht. Aber ich möchte hier das Leichtöl auf jeden Fall gleich hochfahren. Und da das Petroleum hochfahren. Vielleicht nicht ganz so eng. Soll man nicht so eng sehen. So, okay. Und da könnte ich natürlich die Hütchen jetzt erweitern. Wasser haben wir da auch da. So, weil ich nämlich jetzt hier... Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum. Ich frage mich selbst. Jetzt hier... Wie ging das jetzt eigentlich? Ne, das sind ja eh die Falschen. Ich bin so ein Idiot. Ich habe natürlich... Ach Gott, ich habe wieder das Falsche gebaut. Ich brauche natürlich schon Chemiefabriken. Ja, daneben Chemiefabriken ist auch gut. So. So, oder? Nein, das ist die falsche. Das Ding. So. Genau, da brauche ich Wasser und. Genau. Ich glaube, ich muss da. Das Wasser kommt, glaube ich, von oben, oder? Ich werde da jetzt trotzdem, glaube ich, einen separaten noch runterpumpen. Habe ich so Offshore-Pümpchen? Haben wir sogar. Komm, ich mache dann ein zweites, weil nicht, dass ich dann zu wenig Wasser habe. Wäre nicht so schön. So. Ja, und ich kann mich erinnern, ich hatte auf diesem Planeten mal das Problem, dass ich zu wenig, ja, zu viel der Flüssigkeiten hatte. So, dann wird da... Nein! Nicht immer genau dann speichern, wenn ich gerade voll mittendrin bin. Mittendrin statt nur dabei. So. Schau mal, wie viel können wir da von denen da nebeneinander. Ich mache das jetzt einfach in die Richtung. So. Weil das jetzt natürlich insofern ein bisschen blöd ist. Weil die das jetzt andauernd machen. Die sollten das ja eigentlich nur machen, wenn... Mal da noch einen Tank hin. Weil eigentlich das andere da nach unten eigentlich wichtiger ist. Eieiei. Ich habe keine Ahnung, warum dass ich das jetzt weggerissen habe. Wirklich nicht. pumpen bitte. Weil das soll natürlich nur dann passieren, wenn der Tank voll ist. Ja. Weil sonst machen wir den da. So.
Genau, die Pumpe soll nur pumpen, wenn der Tank, sagen wir, größer als 20.000 Schweröl hat. Weil nur dann sollen wir das umwandeln in Leichtöl und in weiterer Folge in Petroleum. So. Einmal da, dann packen wir eins noch hin. So, gut. Haben wir da Leichtöl und dasselbe machen wir da oben dann nochmal. Nur, dass wir da statt dem das andere Rezept nehmen. Petroleum. So. Und ich merke gerade, ich habe da natürlich. Ja, komm. Natürlich bin ich da wieder viel zu weit gegangen. Also packen wir da einmal das noch hin. So. Weil ich möchte. Dann ja auch das da. Ist nur die Frage, brauche ich das da drüben eigentlich dann? Wobei, das wird sich ja wohl ausgehen. Also, weil das brauchen wir da. Eigentlich müsste ich das auch. Das dürfte ich ja eh nicht in die Richtung, sehe ich gerade. Außer vielleicht das Petroleum, weil das brauche ich ja. Petroleum brauche ich ja nicht wirklich. Okay, es ist immer noch viel zu viel Schweröl da. Weil was ist das jetzt? Das pumpt nur, wenn das mehr als 10 ist. Und das ist, wenn es größer als 20 ist, machen wir das. Ich habe keine Ahnung. Warum da nochmal, wenn es größer als 20 ist? Was ist das? Wenn es größer als 10 ist, dann machst du da oben. Was ist denn da oben jetzt wieder? Ach so. Ah, in die. Okay. In die Verteidigung. In die Flammenverteidigung. Das ist natürlich wichtig. Das ist klar. Also Flammenverteidigung, wenn es größer als 1 ist, machen wir Flammenverteidigung da, wenn es größer als 20 ist. Und dann könnten wir eigentlich da auch, wenn es größer als 20 ist, oder? In Wirklichkeit. So. Genau, und das wollte ich dann eigentlich da reinpacken. Weil dann kann es nämlich hier auch gleich. So, okay. So, und dann da. Ja, ich weiß selbst nicht genau, was ich jetzt hier fabriziere, aber es wird irgendwas Tolles wird schon bei rauskommen, bin ich überzeugt davon, ja. Man muss einfach nur genügend von seinen Ideen überzeugt sein. So. Genau, das Leichtding, ich lasse das mal da. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. So, da machen wir mal, da machen wir mal, da machen wir mal und da machen wir mal. So. Dann habe ich genügend Petroleum hoffentlich für freudige Angelegenheiten. So. Vielleicht reinpumpen wäre schön. Habe ich Pumpen? Nein, keine Pumpen mehr. Dass immer die Pumpen fehlen. Es wäre vielleicht jetzt der Zeitpunkt gekommen, um Pumpen zu automatisieren, oder? Ja, nee, komm. Das wollen wir nicht übertreiben. So, gut, jetzt habe ich. Boah, diese Klippe. Die nervt ein bisschen. So, jetzt haben wir das da. Und was wollte ich jetzt eigentlich da machen? Plastik muss ich auf jeden Fall machen. Aus Petroleum und Kohle. Habe ich Kohle hier irgendwo vorrätig? Sag jetzt nicht, dass ich auf. Doch, Kohle habe ich da drüben. Okay. So, Plastik, das bedeutet, ich mache da einmal. Ich mache das mal in die Richtung. So, Plastik, da muss ich nur schauen, dass ich mit der Kohle natürlich dann darüber komme. So, endlich zahlt sich die Kohle auch mal aus, das ist ja auch schön. Blöd ist nur, wenn ich dann kein Kohlefeld mehr habe hier, aber das sollte ja jetzt nicht das Thema sein. Ich könnte natürlich Plastik, glaube ich, auch hochdelivern. Und ich glaube, ich werde bald keine Bänder mehr haben. Weil Bänder habe ich natürlich wieder viel zu wenig mitgenommen. So. Einmal hier durchgeschlungen die Kohle. Ist nur die Frage, ob das Petroleum hier genügt. Eigentlich mache ich da schon wieder. Mach mal lieber so. Nee, so geht nicht. Ich sollte vielleicht einfach so machen. So, das ist schöner.
Gut. Und dann natürlich noch den da. Und dann müssten wir hier wunderschön Plastik machen. Ja, wunderbar, das haben wir. Also wir haben Plastik für... Ah, und Schwefelsäure brauche ich noch. Da brauche ich natürlich Schwefel und da brauche ich Plastik und Wasser und Petroleum. Gut, das könnte ich eigentlich gleich hier machen. Ich brauche ja die beiden Sachen eigentlich. Ich meine, es wäre gut, wenn ich die sogar im Puffer hätte. Aber primär brauche ich die ja für die Dinger. Schwefelsäure und Plastik. Achso, Plastik. Doch, Plastik habe ich schon. Schwefelsäure und Plastikbar. Ja, komm, ich packe die jetzt trotzdem. Weißt du was? Ich mache dann noch ein paar von denen. So. Machen wir 4 Stück, damit das auch ausreicht. Wahrscheinlich ist das viel zu wenig Petroleum. So. Wahrscheinlich ist das zu wenig Petroleum, aber naja. Wir müssten die einfach ein bisschen mehr Gas geben. Oder... Wie sieht's hier aus? Ich könnte natürlich... Ach, jetzt haben wir hier doch einen Petroleumüberschuss. Okay, das ist spannend. Dann werden wir das dann doch wohl hier hochpumpen. Falls dann Überschuss besteht. Moment, dann packen wir einfach da einen Tank ran. So. Und falls dann Überschuss besteht, darfst du da hochpumpen. Und zwar, wenn der Tank dann größer als 20.000 Petroleum ist. So. Gut. Ja, jetzt pumpen. Jetzt machen die wieder. Ja, Öl, ne? Ich muss mir da auch mal eine gute Blaupause für das Zeug überlegen. So, okay. So, Schwefel. Schwefel hier, Schwefel da. Wasser und Petroleum. Ja, mache ich auch noch hier. Geht sich das noch aus? Achso, da könnte ich sogar das Wasser nehmen. Wäre wahrscheinlich gar nicht mal so blöd. Stehen nur jetzt sehr viel Masten da, aber das ist ja eben mein Wasser, ne? So, also hier Schwefel. Das ist mein Wasser. Und die Masten wären cool, wenn die einfach zwischen den beiden Leitungen wären, weil da stören sie nicht, sage ich mal. Trotzdem sollte das verbunden sein. Und der sollte auch verbunden sein. So. Ich habe da echt viel Masten. Ich weiß, das sind diese ehemaligen Mauern, die ich da gebaut habe, glaube ich. So. Dann hier noch Petroleum ran. Dann machen wir da oben. Oder können wir eigentlich auch da seitlich eine Pumpe ranmachen? Ich glaube, dass ich viel zu wenig Ressourcen für das Zeug habe übrigens. Aber schauen wir mal. So, du pumpst ein. Das ist fein. Da brauche ich dann... Was ist denn jetzt los? Warme Kühlflüssigkeit zu viel. Ist es wieder so weit? Ist echt immer spannend. Ich habe echt keine Ahnung, wie der das immer schafft. Aber wir haben da jetzt offensichtlich... 178. Ja, ich weiß nicht. Schauen wir mal, ob sich selbst repariert. Aber theoretisch müsste sich selbst... Ja, komm, ich lasse das mal. Ich ignoriere das mal. Er ist immer ganz toll. So, Schwefel. Ich weiß nicht, soll ich da jetzt auch 4? Ich glaube, da reichen wahrscheinlich sogar 2. Komm, machen wir nur 2 erstmal. So. Machen wir patentiertes Rummidummi-Kabel. Ein Rummidummi-Kabel. So, die muss ich dann zur Not hier mehr machen. Und Schwefelsäure brauche ich jetzt Eisenplatten, Wasser und Schwefel. Gut, die mache ich jetzt natürlich ein bisschen weiter oben. Die mache ich jetzt hier, damit ich zur Not noch 2... Moment, mit einem Abstand. So, Schwefelsäure. Also schon vielleicht... Ach Gott, so, da...
Ist das jetzt so richtig? Ja, und ein Abstand, Schwefelsäure, habe ich jetzt, ja doch, passt. So, okay. So. Gut. Greifarm noch ran. Dann wird das ein großer Fun. So. Gut, dann müsste ich das Zeug eigentlich haben, was ich brauche. So, Vulkanitblock, Schwefelsäure und Dampf. Was ist denn das überhaupt? Das sind aber hoffentlich Beads, das sind so Bällchen, ja. Das ist so wie so Zeug, was man beim Waschen, so Tennisbälle, was man beim Waschen dazu gibt. Brauche ich auch eine Chemiefabrik. Ja komm, dann baue ich das aber auch hier oben irgendwo. Oder gleich da seitlich ran, dann bauen wir das hier. Moment. Abstand. Jetzt will ich auf einmal schön bauen. Das glaubt man ja kaum. So, Abstand. Also da. Komm, machen wir da mal. So, Dampf muss ich noch machen. Wie kriege ich jetzt Dampf nochmal? Ja gut, da brauche ich ja eh nur einen elektrischen Boiler. Welchen Dampf brauche ich denn da? Irgendeinen Dampf. Okay, es ist vollkommen egal, welcher Dampf, wie es aussieht. Ja gut, dann machen wir Dampf aus Wasser. Ist ja okay. Mit einem elektrischen Boiler. Also das sollte echt kein Thema sein, oder? Elektrischer Boiler, habe ich so ein Ding mit? Ich warte nur, bis mir der Strom ausgeht. Die habe ich natürlich nicht mit. Das ist jetzt die Frage, ob da einer reicht, oder... Ja, den mache ich da eher oben hin. So, machen wir da nochmal so 3, 4. Ist jetzt nur für Abstand, ja. Weil ich brauche Abstand, Leute. So. Ein Abstand. Eigentlich müsste das ja reichen, oder? Wie lange dauert denn das eigentlich? 10 Sekunden. Und ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche, von denen ich mache mal... Was willst du eigentlich dann noch? Plastik oder so, ne? Und Vulkanit, okay. Ich mach da auf jeden Fall eine passive Anbieterkiste hin. So, damit das mal ganz gefüllt ist. Und wir fahren darüber. Also ich hoffe, dass... Ja gut, aber die müssen reichen. Wieso bist du so langsam? Kannst du nicht ein bisschen schneller sein? Mag er nicht. Okay. Ich mache da ein bisschen mehr Abstand. Weil es ist ja nicht tragisch, ja? Ich brauche ja nicht so viel. Ich glaube, ich mache mal 2. Weil da kommen eh 10 raus. Moment, wie viel brauche ich denn von dem Zeug überhaupt, damit ich das Iridit da... Da, gut, ja, da brauche ich eh nicht so viel, weil da kommen eh zu 66% kommt da eh wieder was raus, ja. Das ist ja eh nicht so schlimm. Also ich glaube, da reichen 2 auf jeden Fall. Jetzt brauche ich nur mehr noch eine Anforderungskiste. So. Wo, auf welche Seite schmeißt du das jetzt hin? Auf die Seite, dann macht man eine Anforderungskiste dahin, die dann das Zeug daran packt. Und zwar machen wir da Vulkanit. Tja, Vulkanit 200 Stück, aber aus einer Pufferchest. Ja, so. Jetzt müssen wir nur noch die Schwefelsäure und den Dampf hier rückgewinnen. Nicht rückgewinnen, sondern... So, so. Da ist Dampf. Da ist die Schwefelsäure. Ah, verdammt. Okay, ich habe was vergessen, Leute. Ich sehe es ja gerade. Ich sehe es ja ein. Ich habe da was vergessen. Ja, ihr habt euch sicher gefragt, wie lange das er wieder braucht, bis er das kapiert. Ja, natürlich. So. Erstmal machen wir das da.
Natürlich blöd, weil die dann. Na doch, wird sich sogar ausgehen. Wird sich sogar ausgehen, dass wir da zur Not noch einen dazu packen. So. Und dann die weg hier. Aber da habe ich jetzt das Problem, dass ich da natürlich zu eng gebaut habe. Wie üblich, ne? Aber wie gesagt, ich glaube, ich brauche da niemals, weil ich könnte zur Not nach unten auch noch. Also ganz ehrlich, passt schon. Alles gut. Gut gemeint, aber natürlich zu eng. So, dann brauchen wir da ein bisschen was von dem Zeug. Ja, machen wir auch wieder 100. Es ist wirklich erstaunlich, dass ich echt offensichtlich Probleme mit dieser Kühlflüssigkeit im All habe. So, wie viel haben wir da jetzt? Wobei natürlich, achso, das Problem ist, wenn ich da zu viel habe, dann kriege ich ja, genau, dann forscht ja nichts mehr. Ja, lass mal so bleiben jetzt erstmal. So, jetzt macht der aber Schwefel-Okay, super, Gott sei Dank. So, hier einmal selbiges in grün. Jetzt müssen wir nur den Dampf noch da runterkriegen, aber das könnte man ehrlich gesagt dann eher so machen. So. Also da muss ich noch Normaldampf. Ich glaube, dass Normaldampf reichen müsste. Weil es ist ja nicht spezifiziert, welchen Dampf genau. So, und dann eine passive Anbieterkiste hier machen. Komm, die machen wir da unten hin. Oh, da sind wir nicht im Netz, okay. So, einmal nach oben geflogen und das patentierte Schneckchen, so. Ich habe keine Ahnung, warum, dass wir da nicht im Netz sind, aber wenn das Spiel das meint, dann will ich dem Spiel natürlich nichts anderes sagen, so. Müssen wir netzmäßig vielleicht doch hier, ja gut, ich könnte jetzt einfach in die Mitte da einen hinsetzen, so, und schon sind wir wieder im Netz. Ist das jetzt eigentlich ein Achievement, wenn ich so ein Ding mache? Nö. Aber ich habe welche gemacht. Cool, ich habe Kügelchen gemacht. Juhu, Freude. So, reicht ganz gut. Okay, super. Ich sollte das auf jeden Fall limitieren auf... Ich mach mal... Ich glaube, wie gesagt, da reicht eigentlich... 1, 2, 3, 4. Ich glaube, 5 müssten da reichen, weil ich brauche von denen nicht so viel. So, das wäre das Erste. Was war dann... Was brauchte ich dann noch? Ah, stimmt. Die eine, das Böckchen brauche ich ja noch. Genau, da war ja was. Also, dann brauchen wir da noch, ja, genau, immer so, das ist ganz wichtig. So, eine Storagebox. Wie viele Logistik-Robos habe ich eigentlich hier? 610, okay, das passt. Okay. Ich glaube, ja, ich mache das Kistchen einfach trotzdem genau hier hin. Obwohl ich könnte es... Was ist eigentlich mit diesen Masten? Natürlich, die sind da, ist eh klar. So. Ich mach's da hin. Wobei, das wäre blöd, wenn ich dann genau hier... Na egal. So, das... Oh nein, Autospeichern, super. So. Und hier kurz das grüne Netz angeschlossen und dann machen wir hier wieder eine... passive Anbieterkiste ran, die das dann nach unten zieht, und zwar nur so lange da drinnen. Nein, das war jetzt die falsche Verbindung, da wollte ich eigentlich nicht so lange da. Gut, wobei brauche ich eigentlich gar nicht, weil ich müsste das dann einfach limitieren auf ein so ein Ding, dann brauche ich die Verbindung gar nicht. So, okay, weil da dürfte eh nicht mehr drin sein in Wirklichkeit. Gut, und dann jetzt kurz nach Alice. So. Weil jetzt wird auf Alice das erste Mal von einem fremden Planeten geschossen, ne? Was haben wir da jetzt? Ach, ich habe da noch gar nichts. Also solange das kleiner als... Was sind das? 50er Stacks, machen wir 200. So. Schauen wir mal, ob das funktioniert.
Ich glaube, dass das ehrlich gesagt eine Rakete auch locker reichen müsste. Aber ich lasse das mal, weil vielleicht brauche ich das ja woanders dann auch noch. Gut, sieht gut aus. Sehr schön, wir bekommen da Sachen. Super. Okay, gut, dann können wir ja ehrlich gesagt starten. Ach, ich merke gerade, ich habe noch ein Problem. Ich brauche ja zum Ausschwemmen, ich muss Schwefelfässer hier machen. Befürchte ich. Oder ich pumpe den Schwefel einfach, boah, ich will den aber da nicht so weit nach unten pumpen. Wobei, ich könnte das Iridit in Wirklichkeit auch hier verarbeiten. Wäre wahrscheinlich sogar etwas klüger. Dass ich das einfach hier hochfahre und dann hier verarbeite. Also, wir fangen da jetzt gleich mal an. Iridit. Achso, nee, verdammt, ich muss ja, ja. Haha. Ich muss Schwefel. Jetzt gucken wir mal, was brauche ich eigentlich wirklich zum Iridit rauspumpen. Wäre Iridit nicht sogar gleich hier irgendwo gewesen? Das ist Stein. Ist das? Ja, das wäre sogar schon Iridit. Guck an, guck an. Ja, dann starten wir doch gleich hier, hätte ich gesagt, oder? So, mach mal hier ein bisschen Großernter. So, und was will das Ding von mir? Schwefelsäure, okay. War natürlich jetzt irgendwie klar. Toll, jetzt haben wir da genau das Problem, dass wir da... Ach Gott. Ich könnte die natürlich noch kompakter machen, indem ich da einfach so mache. Dann kann ich da Masten zwischen reinsetzen. Naja. Gut, dann ernten wir gleich hier. Ist okay. Aber ich muss trotzdem Schwefelsäure in Fässer packen, weil sonst werde ich hier definitiv ein Problem bekommen. Ja, ist jetzt nicht schön, aber ist jetzt so. So, was können wir eh gleich hier ranpacken? Also einmal Schwefelsäure. Was ist denn das? Achso, ja, das haben wir ganz toll gemacht. Toll haben wir das gemacht, Cloud. Das hast du ja richtig fertig gemacht. Ich sag mal nix. So, einmal kurz Schwefelsäure Fass füllen. Da. So, passive Anbieterkiste. Und eine Anforderungskiste mit leeren Fässern. Das kommt da rein und das kommt da raus. Das darf ruhig, sage ich mal. Naja, gut, vielleicht. Ja, wobei, wenn ich dann weit fliegen muss. So, da mache ich auf jeden Fall 480 Fässer. Leere Fässer. In Wirklichkeit müssten wir da dann gleich eine Fassproduktion machen. So. 37, ja komm, mach mal bitte 100. Die aber nur dann laufen soll, wenn da Fässer gleich... Nein, was ist denn jetzt passiert? Ich habe eigentlich Knopf gedrückt, wenn Fässer gleich 0 sind. Nur dann darfst du da laufen. So. Ich limitiere es trotzdem mal auf 2 Reihen. So, und ob das wirklich funktioniert, sehen wir jetzt dann auch. Mache ich jetzt gleich hier, obwohl das natürlich jetzt nebenan ist, aber ich möchte das gleich kurz ansehen, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Aber theoretisch müsste das easy gehen. Also wir machen da einmal Fass entleeren, Schwefelfass entleeren. Super, dann packen wir den da rein. Dann fordern wir einmal, da muss ich eine aktive Anbieterkiste dann machen. So, wir fordern einmal, ja toll, das vielleicht richtig machen. Schwefel an, wird hier geleert und da wieder rein, so. Ja, und ich glaube, dass ich jetzt bald logistikmäßig, nee, ich habe eigentlich noch genug. Gut. Ist nur die Frage, wie ich das Iridit jetzt hier runter bekomme. Wobei, sollte jetzt nicht so schwer sein, oder? Jo, wir haben Iridit. Sehr schön. Der Alarm Iridit irritiert mich jetzt doch ein bisschen. Der Planetenalarm.
So. Toll, jetzt geht es hier natürlich wieder genau hier nicht aus. So, durch da. Die Frage ist jetzt aber trotzdem, also wir werden die hier jetzt... Nee, wir verarbeiten die da drüben, hätte ich gesagt. Nicht da, nicht da in der Mitte, wir werden uns da jetzt nicht künstlich einschränken lassen durch diese... Gut, dann lassen wir uns hier künstlich einschränken, auch okay. Ja. So, okay. Also wir haben jetzt das Rohiridit. Jetzt bin ich gespannt, wie wir das hinkriegen. Also da müssen wir zuallererst mit Pulverisierer... Toll. Crushed Iridit und Sand. Also wir brauchen Pulverisierer. Dann fangen wir mal an. Pulverisierer. Habe ich Pulverisierer mit? Nö, haben wir gar nicht. Super. Wieder ganz toll. So. So, kurz trinken. Gott, wie lange braucht denn der? Muss der Dom da sein? Nee, eigentlich nicht. Den packe ich jetzt mal hier weg. Oh, da sind sehr viele Logistikroboter drinnen. Oder waren sehr viele Logistikroboter drinnen. Die werde ich hier wegbringen. So, okay. Gut, einer wäre da. Schauen wir mal. Ich fange hier an. Also du machst hier mal Crushed Iridit. Nee, Core-Fragment sind das nicht. Crushed Iridit. Also es kann hier dann auf jeden Fall was rauskommen. Vielleicht auch eins nach oben, bitte, noch. So. So, oder? Moment, da ist das Band. Arm? Ja, da. Okay. Gut. Also da kann ganz viel tolles Zeug rauskommen. Also das machen wir dann mal so und dann wird das hier aufgeteilt wieder. Dann wird einmal... Das können wir gleich hier ranpacken. Wird hier... das nicht ganz gut vermahlene dann da reingezogen. Genau, Iridit kommt dann nach rechts raus. Da muss ich nur echt aufpassen. Dass ich da nicht dann... Problem aber, dass ich das irgendwie staue. Der merkt wahrscheinlich schon meine Bedenken. Also ich muss da auf jeden Fall, dass ich immer den Falschen vorher nehme. Hier die rechte Seite vorher und wir machen dann auch nochmal so, dass der auf jeden Fall da, sollte da nur ein Steinchen drauf sein, ja. Grüne Bändchen haben wir nicht mehr ausverkauft, die sind wirklich leer. Gott. Immer diese Sachen. So, dann machen wir da ein Auslese und dass du wirklich hier Read Belt Contents wir halten. Und wenn da mehr als ein Iridit-Stäublein da ist, wenn das größer als, sagen wir, zwei ist, dann stoppst du hier. So, damit der auf jeden Fall das mit Priorität bearbeitet. So, was kann dann noch rauskommen? Crushed Iridit ist das, was wir haben wollen. Eigentlich müsste ich das vorher rausziehen, ganz ehrlich. Ja. Oh, du bist so gut, Cloud. Genau, weil das, was wir haben wollen, müssen wir zuerst rausziehen. Crushed Iridit. Genau, weil das ist nämlich das nächste, was wir haben wollen. Und Sand kann natürlich auch übrig bleiben. Das ist wieder ganz toll. Ja, komm, dann machen wir das mal so. So. Und Sand. Oder jetzt kann ich da natürlich den da machen. Jetzt machen wir da Crushed Iridit raus. Normalen Iridit ohne Crushed. So. Und Sand. Ja, packen wir da raus. Und aus Sand müssen wir gucken, weil ich glaube, wir brauchen für das Rezept jetzt auch ein bisschen Sand. Ich lasse die Sandlane mal da. So. Also da bleibt dann Sand übrig. Gut. Das wäre die erste Ebene. Wie lange dauert denn das eigentlich? Eine Sekunde, gut, das wäre relativ schnell. Also brauchen wir da auf jeden Fall auch schnelle Greifarme. Gut. So, die nächste Ebene der Verarbeitung wäre dann was? Das wäre dieses Pülferchen. Ah ja, da brauche ich Wasser. Da brauche ich diese komischen Bällchen. Okay.
Und auch da kann wieder, oh Gott, also das ist ja wirklich so, was, wo mache ich das in einer Chemiefabrik? Okay. Ja, brauche ich auf jeden Fall noch ein paar Chemiefabriken. Und Wasser brauchen wir auch. Und jetzt habe ich natürlich keine Rohre mehr. Aber Rohre müsste ich mir hier theoretisch holen können, ja. Wir haben hier eine Mall of Shame mit ganz viel Rohren. So. Sehr gut. So, also das ist das Zeug, was wir haben wollen. Dann fahren wir da mal ein bisschen hoch und sagen wir hier, ich brauche auf jeden Fall auch Wasser. Wo ist der nächste Wasser? Habe ich hier überhaupt? Ja gut, da oben ist Wasser. Also ich muss da Wasser durchfahren. Ich fahre da jetzt trotzdem mit dem Zeug kurz da durch und dann hier hoch, weil auch da haben wir natürlich wieder ein ähnliches Phänomen, dass das von oben dann wieder rankommen kann. So, aber wenn wir das Ding jetzt hier auf der Ebene hinpacken. So, du willst jetzt da Iridium Powder. Also da brauche ich diese Kation-Ionen-Exchange-Beats ja auch noch. Eine Sekunde braucht das hier. Gut, würde aber gehen. Komm, machen wir das mal. So. Achso, die beiden Sachen brauche ich. Okay. Genau, dann kommen da diese Kügelchen hin. Aber auch die kommen natürlich wieder raus. Das wird lustig. Okay. Und Wasser haben wir auch. Das Wasser kommt dann da. So, dann brauchen wir da einen kleinen und einen großen. Brauchen wir eh beides gleich viel? Ja. Gut, aber das sollte sich geschwindigkeitsmäßig ausgehen. Moment, ich muss kurz... Novi's Orbit, wie sieht's aus? Sind wir jetzt wirklich komplett voll hier? 191 von 25 von... Ja, wir sind fast ganz voll. Aber schauen wir mal, vielleicht beruhigt sich's ja trotzdem. Wenn nicht, dann muss ich eben hier einschreitende Maßnahmen einleiten. So, aber jetzt muss ich da auch noch mit Wasser runter. Denn Wasser ist Leben. Hieß es immer. Zum Wasser hätten wir eh auch da. Da könnte ich eigentlich da gleich abklemmen. Ich nehme trotzdem das Rohr selbst. So. Damit ich weiß, was ich da drin habe. So. Da schön durch. Ach, ist so schön. Wie hier alles wächst und gedeiht. Oh, und sieh an, wir haben da genau den Anschluss getroffen. Ah ja, und hier hätte ein Meteorit hingeschossen. Gott sei Dank haben wir eine gute Meteoritenabwehr. So, das läuft. Okay, da kommt nämlich dann... Achso, da muss ich jetzt diese Dinge natürlich auch noch holen. Aber jetzt müssen wir das natürlich wieder aufdrehen, weil da wieder alles rauskommt. Eieiei, das ist schon so furchtbar. Also zuallererst wollen wir das Zeug, was eigentlich wirklich wichtig ist, nämlich der Iridium Powder, den werden wir als erstes rauspacken. Das ist nämlich da. Auf der, nein, das ist das Falsche. Und hier auf der rechten Seite, auf der rechten Seite Iridium Powder. So. Dann die Bällchen. Ja, weil die Bällchen sind nämlich eher und dann der Crushed. Okay, dann die Bällchen. Lass mal schönen Abstand auf der rechten Seite. Die Bällchen. So. Die Frage. Dann machen wir so. Dann machen wir da auch auf jeden Fall wieder... Ach Gott. Ja, komm. Machen wir so. Da muss ich dann auf jeden Fall auch wieder hier Input Priority da machen. Plus nochmal hier so ein Ding. Wie habe ich das da unten jetzt gemacht? Genau, wenn da staut, dann hier so. So, also wir lesen hier Auls. Und wenn da Bällchen größer als 2 sind, dann stoppst du hier mal kurz die Zufuhr. So. Wenn Bällchen kleiner als 2 sind, startest du die Zufuhr. So ist richtig. Habe ich unten auch falsch gemacht, ne? Ja, okay. So, und was kann da noch rauskommen? Ach, da kann natürlich auch Sand rauskommen, ist klar. Okay, sehr viel Sand. Ich freue mich. Also, Iridium Powder kann da natürlich auch noch rauskommen. Iridium Crushed Ding. Brauchen wir nämlich nochmal den Spaß.
So, super. Mir geht der Platz aus, Leute. Das ist ja wieder ganz toll. Kriege ich das jetzt hier irgendwo unter? So. So. Da müssen wir den Sand vielleicht doch hier hoch. Ich hätte dieses die blöde Kohle-Lane vielleicht doch anderwertig verlegen sollen. Egal, schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. So, wir lesen da zwei hoch oben aus und dann da rein. Also hier auslesen, halten und da. Wenn dieses Zeug, ist das das richtige Zeug? Wenn das kleiner als 2 ist, dann darfst du hier auch einschippern. Okay. Ja, und ganz zum Schluss bleibt natürlich wieder Sand übrig. Wo wir jetzt schon 2 davon haben. Super, okay. Ja, müsste bis jetzt ganz gut stimmen. Achso, jetzt muss ich da natürlich diese Kügelchen anfordern. Das könnte ich aber gleich mal machen. Das mache ich jetzt. Weißt du was, komm, ganz ehrlich. Du scheiß Kohleband, ja. So. Jetzt habe ich nur das Problem, dass ich hier natürlich massiv viel... Komm, weißt du was? Ich müsste eh... Bitte baut das jetzt mal ab hier. Ich müsste theoretisch eh genügend Platz im Lager haben. So. Das sieht sehr cool aus. So. Geht mir das nicht mehr im Weg. So, und dann einmal hier eine Anforderungskiste mit diesen Kügelchen. Genau, nochmal mit dieser eine Anforderungskiste mit diesen Kügelchen. Die Dinger, ja, machen wir 200, weil das ist wahrscheinlich genau ein Stack. Genau, und die kommt dann daran. Genau, sehr schön. So. Vielleicht, achso, den machen wir dann später ran. Den Masten. Weil da brauche ich jetzt nochmal, bauen wir nochmal 2. Ich mach mal 3 von denen. Ja, toll. Ich hab's gewusst. Ach, ihr Robos, ihr seid ja auch die Besten und Klügsten überhaupt. Habe ich jetzt überhaupt, schaffe ich das strommäßig? Ja, das geht sich aus. Dann einmal müssen wir eben so machen. So, machen wir das mal bitte ordentlich. Gut, ja genau, da fehlt jetzt immer noch das Crush-Zeug, das passt. So, dann haben wir jetzt... Das nächste, nämlich das Puder. Und da kommt jetzt nur mehr noch hier Iridium Blast Cake. Oh nein, da brauche ich eine Zentrifuge. Ach Mensch, echt jetzt? Ich liebe Zentrifugen. Weil ich die natürlich wieder nicht bauen kann, weil ich da... Ach, Beton brauche ich da wieder. Ja, haben wir natürlich wieder mal nicht mitgedacht. Naja. Und vielleicht eine zweite. Habe ich Beton da? Ich müsste ja theoretisch... Ja, komm, Beton haben wir genug da. Nee, haben wir nicht. Aber ich müsste irgendwo, glaube ich, Beton sogar machen, oder? Nicht? Nee, ich mache, glaube ich, keinen Beton. Könnte natürlich da jetzt meine Mall of Shame hinpacken. Nee, aber ich... Habe ich Beton? Ich werde wohl hier irgendwo Beton. Ja, komm, ich habe genügend Beton. Und ich habe sehr viel Zeug. Gut, genügend würde ich zwar jetzt auch nicht sagen, aber ich habe Beton. So, okay. Egal. Kriegen wir schon hin. So, das scheint gut zu funktionieren. Das passt. Ja, und ich glaube, ich muss ausleeren, oder? 187. Nee, ist wieder weniger geworden. Ich leere trotzdem einen aus. So.
Gut. Also dann. Hoch mit viel Abstand und Zentrifugalkraft. Und da brauchen wir jetzt was für den Blast Cake. Da brauche ich dann eine Industrialfurnace und da brauche ich dann natürlich... Ach, da kommt Dampf auch noch raus. Na, ich freue mich. Kann ich verpuffen lassen, hoffentlich, oder? Das ging ja irgendwo. Oder kann ich Dampf verpuffen lassen? Ich glaube ja schon, ne? Evaporating Venting. Also da muss ich aus Wasser wahrscheinlich dann... Da muss ich gucken, was ich aus Dampf dann machen kann. Aber irgendwie kann ich den sicherlich einfach verpuffen lassen. Egal, jetzt machen wir hier mal die Zentrifugen. Das ist auch wahrscheinlich wieder geschickter, wenn ich das doppellanig mache, oder? Weil wie lange dauert denn das jetzt hier, dieses Blastgag? Ach, die brauchen 20 Sekunden. Iridium Powder auf jeden Fall auf der oberen Lane. Dann machen wir da das Ding auf der unteren Lane. So. So, einmal, zweimal, dreimal. Das Ding. So, einmal so. Und einmal rote so und so. Okay. Und einmal da und einmal da. Das scheint ja gar wunderbar. Gut, wenigstens da kommt nur ein Produkt raus. Ja, zum Glück ist nicht immer so, dass immer so viel rauskommen muss. Dass man so viel rausfiltern muss. So, okay. So, dann könnte ich eigentlich sogar, ganz ehrlich, brauche ich ja gar nicht den da machen. Ich glaube nicht, dass ich dieses rote Zeug noch irgendwo brauche. Das war jetzt doof. So, weil das kommt nämlich da rein. Und ich würde aber trotzdem jetzt eine, falls ich da irgendwo... Dass sich da irgendwo so rotes Zeug eingeschlichen hat, ja. Aus welchen Gründen auch immer. Dann füll das da rein. So, okay. Gut. Dann hätten wir das und ganz zum Schluss. Was war das jetzt? Da brauche ich die Industrialfurnazen wieder. Also industrielle Öfen. Genau. Boah, da brauche ich 10 Iridium Blast Cakes. Du willst mich doch verarschen um 5 Pyroflux. Okay. Ja, ich mache mal eine Industrial Furnace, so, ja, machen wir mal vier von denen, so. Okay, und ich dachte, dass ich den Sand irgendwo brauche, aber offensichtlich scheint der Sand dann einfach doch hier zu Landaufschüttung verwertet werden zu müssen. Das ist natürlich schade, aber wenn es so ist, dann ist so, dann kann ich das auch nicht ändern. So. Dann eben einfach wieder hier eine Landaufschüttungsbaugeschichte aus Sand. Ich glaube nicht, dass ich die sonst irgendwo brauche hier, nee. Weil jetzt kommen ja hier die Industrialfurnazen. Jetzt schauen wir mal, wie das läuft. Das Zeug, so genau. Und dann machen wir hier, da kommt natürlich Dampf raus. Den wir dann irgendwie... Das muss ich jetzt kurz gucken. Wenn ich jetzt so einen Boiler nochmal mache, so einen elektrischen Boiler. Ich meine, ich könnte den Dampf natürlich auch in Strom umwandeln. Das Problem ist nur, wenn ich keinen Strom brauche, ist das natürlich etwas blöd. Wenn ich den in Strom umwandle. Eigentlich würde ich den lieber, damit das nicht steht, hier lieber evaporaten. Aber wenn ich da jetzt, Moment, wenn ich da jetzt den da mache... Ne, da passiert nur das. Okay. Create steam from water using... Nee, okay. Und dann muss ich aber... Dann müsste ich... Was war das nochmal, damit ich hier Wasser aus Dampf mache? Eine Chemiefabrik. Okay, ich glaube, so muss ich es machen. Ich mache in einer Chemiefabrik Wasser aus Dampf. So. Und das Wasser werde ich dann einfach hier verdampfen. Das war voll schade. Aber ich eh nur 2 von denen. Na komm, reicht einer auch, hätte ich gesagt. So.
Es war voll schade, diese guten Rohstoffe hier. Ich meine, ich könnte. Nee, weißt du was? Wir machen das anders. Weil wir brauchen ja eh Wasser für den Prozess. Es ist jetzt nicht so, dass wir da kein Wasser bräuchten. Also machen wir das ordentlich. Ja, so wie es sich gehört. Umweltschonend, ja. Boah, da hätte ich ja jetzt beinahe wieder was ganz was Schlimmes gemacht, ne? So, und du darfst nur pumpen, wenn da weniger als 1000 Wasser drin ist. So, wenn Wasser weniger als 1000, dann darfst du pumpen. Wie lange geht denn das eigentlich? Ja, müssen wir dann kurz gucken. Also, wenn Wasser weniger als 1000, dann darfst du da rein pumpen. So. Und hier. Genau, machen wir das so. Und dann kommst du einfach ein bisschen weiter nach unten. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich von denen brauche. Ich habe das noch nie gemacht. Es ist das erste Mal, Leute, dass ich das so mache. So. Aber dann wird da auf jeden Fall da reingepumpt. So, super. Ah, da haben wir sogar 2100 drin. Da müsste ich vielleicht doch da auch ein bisschen noch rauspumpen. So, ich bin gespannt, was ich vergessen habe. Wahrscheinlich wird das jetzt alles maximal ineffizient sein. Aber ich muss zur Not die Mauer ein bisschen erweitern. Aber naja. So, wir... Achso, Pyroflux müssen wir natürlich auch noch entleeren. Das machen wir dann... Und das machen wir hier. Nee, das kann ich eigentlich... Weißt du was, das machen wir da. Ich weiß, jetzt steht das hier blöd da, aber dann machen wir einmal kurz... Nee, ach, verdammt, Pyroflux nicht entleeren. Ah, da brauche ich Sand. Genau, da brauche ich Sand. Ich vergaß. Pyroflux-Flüssigkeit, da muss ich, glaube ich, das geht ja auch nicht so, sondern da muss ich eine Chemiefabrik wieder machen. Komm du mal weg, bitte, wieder. So, ist die Frage, ob das überhaupt reicht, dann. So, bitte Pyroflux machen aus. Ach, stimmt, ich hätte... Nee. So, aus einem Sand und einem Vulkanit, das war wichtig. Genau, weil da brauche ich nämlich dann schon Sand. So. Kurz zusammengewürstet. So. Ein primärer Ausgang auf der linken Seite und wenn der... Ich wusste doch, dass ich irgendwo noch was brauche von dem. So, genau, das sieht jetzt sehr spannend aus, aber... Ja, die Frage ist, wie viel Pyroflux brauche ich denn und wie lange dauert das? 50 Sekunden! Wow, okay. So, dann würde ich da aber... Moment, Pyroflux... Vulkanitblock wollte ich sagen, fordern wir dann schnell hier an. Und zwar einfach da. So. Einmal Vulkanit zum Mitnehmen, bitte. So, machen wir 200. Ja, das ist okay. So. So, gut. Ja, muss ich nur schauen, dass ich natürlich Sand vielleicht ein bisschen da gleich reinbekomme. Ich weiß nicht, ob der Sand ausreicht, der da rauskommt, weil ich brauche da einen Sand für Vulkanitproduktion. Wo kommt da viel... Aber da kommt ja eh eigentlich viel Sand raus. Ne, 10% und da auch 10%. Ja, es wird wahrscheinlich nicht reichen. Im schlimmsten Fall muss ich Sand zuführen. Schauen wir mal. So, kommt da jetzt eigentlich was von dem Zeug? Ne, weil da muss ich vom Pufferkisten, dann soll es funktionieren. So, okay. Ja, das ist natürlich cool. So. Genau, und dann kommt da einmal das Zeug raus. Dann machen wir wieder so. Und der Dampf kommt auch raus. Aber den werden wir... da unten dann wieder in Wasser verwandeln.
So. Habe ich noch Chemiefabriken? Ich möchte da 3, 4. Abstand. Machen wir 3 Abstand. So, und da machen wir das jetzt. Kommen zwar weg, aber ich hoffe, das reicht. Ja. So, da kommt 3 und 9 Wasser raus. So. Und ich weiß nicht, ob eine... Ja, eigentlich müsste wahrscheinlich eine locker reichen, weil ich das dauert ja eh alles ewig, bis das hier irgendwie... bis das hier irgendwie durchläuft. So. Gut. Ja, und die Rakete würden wir dann gleich hier irgendwo hinpacken. Das Problem ist nur, da muss ich auf jeden Fall eine andere Start- und Landerampe-Geschichte machen. Aber naja. Ich könnte es ja auch erstmal einfach nur hier sammeln, das Zeug. In eine große Kiste. Und ich könnte das ja dann hier einfach so drüber setzen. Ja. Genau, das würde ja dann gehen. Passt ganz gut. Brauchen wir aber, wie gesagt, jetzt vorerst eh noch nicht. Also schon, aber naja. Ich glaube, diese 3 Arme sind hier fast ein bisschen zu übertrieben. Kann das sein? Ich glaube schon. So. Gut, also ich hoffe, dass da... Ja, so ist vielleicht ein bisschen doof. Also ich gehe davon aus, dass wir da weniger Wasser... Oder wie viel Dampf kommt da raus? 5 Dampf. Gut, und wie viel Wasser brauche ich? 2 Wasser. Ja, gut, aber ich glaube... Ja, schauen wir mal, wenn es zu viel wird, muss ich eh überdampfen. So, aber jetzt brauchen wir auf jeden Fall da... viele von denen. Viele von denen. Ah, das haben wir natürlich gut hinbekommen. Ist das gut, wenn sich die... Ja, das sollte eigentlich kein Problem sein. Wenn sich die da so nahe stehen. 1, 2, 3, 4, 5. Komm, ich mach mal 6. Die brauchen so lange. Ich mach 8 Stück, also muss ich noch 4 industrielle Furnazen bauen. Kann es sein? Nee, Strom dürfen wir. Also Strom darf da keinesfalls ein Problem sein, weil wir haben da einen Großreaktor da. So, habe ich jetzt natürlich wieder... Ich habe oben noch keinen Greifarm gesetzt. Das haben wir wieder ganz gut hinbekommen. Kommt da eh nicht noch irgendwas raus? Nee, da kommen nur die Ingos raus. Ja, die heißen Ingos. Das sind nicht Ingots, das sind Ingos. Glaubt mir das, Leute. So. Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Freu ich mich schon drauf. Das hätte ich... Super, geht sich das jetzt echt nicht aus? Das ist super. Ja, komm, dann machen wir es eben doch so. Ist eh schöner. Ja, und unten machen wir es auch so. Ist auch schöner. Achso, und ich muss natürlich unten noch ein paar so Crusher dann vielleicht machen. Ja, was ich natürlich wieder nicht gemacht habe. Eieiei. So. Aber wäre echt cool, wenn wir... Also nicht wer, sondern wir schaffen das heute noch. Wir schaffen das echt noch, dass wir hier zu Zeug rauspacken. Ich meine, ich brauche definitiv ein paar mehr Zentrifugen. Und auch, eigentlich auch mehr von den Pulverisierern. Definitiv, aber naja. So, 2, 3, 4. Ich mache von denen auch mal 6 Stück. So. Wobei die ja relativ flott, glaube ich, sind. Komm, ich baue die 2 noch. Ja, die Schwierigkeit sind jetzt eher definitiv die Dinger. Was haben wir eigentlich da gemacht? Was ist denn das bitte? Ein Kopierfehler. Ja, fast wie in der Firma, ja. Copy-Paste-Fehler. Und dann ist aber jeder andere schuld, nur nicht derjenige, der den Copy-Paste-Fehler gemacht hat. So, ich lasse da mal 6 Stück. Belassen wir es mal bei 6 Stück. So. Dann hier machen wir daran und daran. Nee, daran. So.
Habe ich nicht noch einen gemacht? Fehlt mir jetzt... 1, 2, 3, 4, 5... Okay, das... Ja, dann mach bitte noch einen. So. Ich hatte da noch einen im Bau. Ich trottel. Okay. So, dann würde ich sagen, starten wir den ganzen Spaß einfach mal. Und schauen wir mal, was wir jetzt falsch oder richtig gemacht haben. Gut, ich musste da vielleicht gleich mal aufteilen. Damit der ja nicht auf blöde Gedanken kommt. So, vielleicht hier das Zeug gleich da rein. Okay. Ja, Sand und so weiter, das läuft. Sieht gut aus. Ist noch alles viel zu wenig. Weil die Dinger auch ewig brauchen. Okay, ich sehe gerade, die brauchen ja auch schon so ewig. Die brauchen 20 und da braucht einer 50, aber der braucht ja 10 von denen. Okay, ich habe viel zu wenig von denen gemacht. Ja, und ich glaube, ich brauche definitiv ein paar mehr Zentrifugen. Immer diese Zentrifugen. Ja, toll. Ich freue mich. So. Habe ich natürlich trotzdem viel zu wenig von denen. Und ich habe keine Bänder mehr. Das ist ja schön. 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay. Ja. Gut, hilft wahrscheinlich nichts, weil dann brauche ich von denen auch um einiges mehr. Aber die... Jo, wir haben uns... Was, wir haben uns den ersten Iridium-Ingo schon gemacht. Das ist ja cool. Okay, das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Yay, wir haben Iridium. Super. Also offensichtlich ist der jetzt doch schon am Bauen. Ich habe da jetzt... Kann da nichts optimieren. Nee, noch nicht. Vielleicht kommt da irgendwann mal was Besseres. Aber im Endeffekt, die sind jetzt leider die langsamsten. Und ich habe es natürlich wieder ohne Effektverteiler gebaut. Wobei ich könnte natürlich jetzt einfach da immer eins machen, dass ich hier... Moment, wo sind die Effektverteiler? Da. Habe ich da noch welche? Nee. Dass ich immer da dazwischen dann vielleicht einen reinpacke. Weil die sind halt echt langsam, aber ich könnte da... Weil die sind jetzt die langsamsten in der Kette. So, es bleibt nichts hängen. Das ist wichtig. Ist auch diese Bällchen. Weil ich die wahrscheinlich auch splitten müsste. Nein, ich muss kurz Bändchen holen. Man bringe mir Bändchen. Und auch ein paar Zentrifugalkräfte wären gut. Bändchen sind lieferbar. Ja, sind noch ein paar. Und eigentlich müsste ich jetzt hier wirklich die Raketenrampe ja trotzdem gleich machen. Könnte ich ja gleich machen in Wirklichkeit. Naja. Oh, 3 Stunden schon wieder rum. Toll. Immer das Gleiche, immer das Gleiche. So. Ja komm, ich probiere das jetzt einfach mal. So, mach mal den Turbo rein, bitte. Dass wir hier wirklich mit Effektverteilern arbeiten. Wobei im Endeffekt sind ja dann auch die viel zu langsam da unten. Aber die kann ich noch schön erweitern. So. Effektverteiler ran. Und zwar mit dem Zeug. So, jetzt sind die schneller und dann machen wir da Produktivitätsmodule ran. Dann müssten die eigentlich ganz cool die Arbeit dann machen. So, dann bist du da. Okay, du hast eh schon keine Ingredienzien mehr. Machen wir nochmal.
Ja, einmal so und einmal hier, das Ding kommt da rein, so. Es fehlt an dem Zeug, weil die jetzt einfach viel zu langsam sind, aber nicht, weil irgendwas, nee, es fehlt nichts. Wir müssen da einfach nur mehr machen. Ja, wir brauchen mehr von denen. Und das sollte kein Problem sein, weil von denen kriegen wir auf jeden Fall mehr. Könnte ich natürlich theoretisch dann auch mit Effektverteiler arbeiten. Weil idealerweise ist das Band einfach permanent voll. So, das staut hier ein bisschen. Ja, gut, aber theoretisch müsste ja immer schön weitergehen. Im schlimmsten Fall müssen wir irgendwo dann was bauen. So, ich würde gerne die Zentrifugen da oben erstmal optimieren. Damit die auf jeden Fall den ganzen Sand daran bekommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 haben wir da jetzt. Aber haben die genug? Ich könnte die natürlich jetzt einfach auch schneller machen. So. Okay, ich merke gerade, da kommen die Greifarme da nicht nach. Bitte rauspacken. So, und jetzt haben wir da 1, 2, 3. So, okay. Okay, und Sand ist definitiv jetzt nicht zu wenig. Wollte ich, dass du den baust? Ich glaube nicht, dass ich wollte, dass du diese Zentrifuge baust. Moment, die brauchen wir nicht. Ach, scheiße. Kurz mal abschalten. Okay, auf Novice werden Sachen, überall werden Sachen kaputt gemacht. So. So, da kommt ein Effektverteiler rein. Dann haben wir die beiden, dann kann ich das Ding weg. Weil da kommt dann auch ein Effektverteiler rein. Ich bräuchte noch Effektverteiler. Kann ich nicht, weil ich da auch Beton brauche. Okay. Jetzt habe ich natürlich eh wieder keine Module mehr, aber es wäre gut, wenn ich das Ding irgendwie bauen könnte. So, dann kann ich aber das auch wegmachen. Erstmal. Ah ja, okay. Also man merkt, das war vielleicht jetzt doch nicht so klug. Ich könnte da natürlich wieder höchst produktiv sein. Gut, weil ich sag mal, die würde zwar Produktivitätsmodul geben, aber ich glaube, Iridit kommt ja genügend ran. Das ist jetzt nicht so, dass wir da Mängel hätten. Wobei, es ist spannend. Ich glaube, ich muss da das doch ein bisschen erhöhen. Dass wir da sagen, okay, wenn es mehr als 4 ist, weil sonst kommt das, das sollte sich ja schon füllen hier. Genau, jetzt passt das jetzt. Jetzt staut hier wieder ein bisschen. Sehr gut. So, bei denen ist kein Problem, da passt das ganz gut. Und wir haben da ein Problem. Okay, gut, die können wir aber easy noch... Wie viel haben wir da jetzt? 12, ne? Machen wir nochmal... Die müsste ich sogar noch im Kopierding. 14, 16, 18, 20. Das letzte war doof. 20, so. Los, meine Robos! Achso, ihr habt keine Chemiefabriken mehr. Na doch, ein paar hätten wir sogar noch. Ah, und ich stoße schon an die Grenzen der Machbarkeit. Warum habe ich jetzt Chemiefabriken gemacht? Brauche ich ja eh nicht. Hatte ich ja offensichtlich eh irgendwo. Okay. So, das bedeutet, dass wir dann nach 10 natürlich auch den Tausch machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hier den Tauschhandel. So, und die könnte ich natürlich jetzt auch geschwindigkeitstechnisch irgendwas machen. Habe ich denn Wasser...
wird eh auch nicht so viel. Nee, das passt gut. Also der Dampf hier. Genau, das passt auch. Das geht sich auch gut aus. Okay, super. Ja, läuft eigentlich. Finde ich cool. Wir haben echt jetzt Iridit gemacht. Das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Dennoch, hier wieder ein paar von denen wäre gut. Eine, kann ich noch Zentrifugen machen? Habe ich noch Beton da? Gut, Bällchen. Weiß nicht, ob ich die jetzt schnell genug mache. Ja, schauen wir mal. Alles gut. Ich muss ja nur auf jeden Fall jetzt gucken. Moment, da muss ich gleich mal auf Novice wieder schauen. Der Alarm hier für die, für... Da haben wir dann einen Alarm. Ja, haben wir sogar. Und zwar machen wir da noch das Ding ran. Und zwar wenn da... Genau, das machen wir daran. So. Das ist kleiner als 2000. Gut. Cool. Zeige ich da noch. Wie viel bringen wir da rein? 40.000. Ja, sieht gut aus. Moment, habe ich jetzt? Ja, eine Zentrifuge. Ich glaube, die Raketendinger kann ich insofern nicht machen, weil ich viel zu wenig Beton dafür habe. Aber schön, wir haben Iridit. Das hätte ich mir ja nicht gedacht. Kann ich eigentlich die Dinge hoffentlich machen, ohne dass ich irgendeinen Zusatzstoff... Ja, Gott sei Dank. Okay. Ach, 20. Och, Mensch. Beryllium ist... Wow, 20. Du wirst mich verarschen, oder? Iridit. Achso. Beryl. Beryllium. Ingot. Schauen wir mal. Iron Ingot haben wir. Ich möchte die... Achso, das ist wieder das Rezept. Wie ging das eigentlich? Ich hätte da auf Alt drücken müssen, ne? So. Achso, das sollte vielleicht nach oben gehen. So, Stahl haben wir 50, also Eisen 50. Achso, die sind alle 50. Also Beryllium ist 100, Holomit ist 50, Iridium ist 20. Narkium ist, ach Gott, 10. Okay. Ja. Gut, 20 ist jetzt nicht die größte Stack-Size, aber naja. So, sehr schön, das Ding passt. Das haben wir da. Gut, wäre eine, würde ich noch gerne machen. Achso, jetzt haben wir da hinten noch. Ja, komm, weißt du was? Danke. So, okay. Es kommt eh... Ach so. Oh, ich sehe gerade. Jetzt haben wir doch offensichtlich Iridit ein bisschen zu wenig. Und die Bällchen auch, oder was? 200, weißt du, was machen wir da? Kommen wir da jetzt echt... Okay, ich glaube, ich muss doch mehr von diesen Bällchen machen. Das habe ich ein bisschen unterschätzt. Gut, aber die können wir ja easy erweitern. Machen wir einfach nochmal zwei. Ist nur da ein bisschen blöd, weil da natürlich jetzt genau das nicht sein soll. So. Machen wir es richtig, ne? Sehr gut. So, ja, dann hier vielleicht doch so, dann so. Einmal hoch, runter. Habe ich schon mal erwähnt, dass meine Tastatur irgendwie den Knopf nach unten nicht mehr so gern mag. Ist ein bisschen problematisch manchmal. So, läuft das jetzt? Haben wir da jetzt überall genug? Ich meine, ich könnte noch Geschwindigkeitsmodule reinpacken, habe ich aber keine mehr. Also kann ich es nicht. Ja, gut, aber jetzt müssen wir gleich schauen. Ah, ich möchte... Ah, es ist so blöd, ich würde die schon ganz gerne noch fertig machen. Wie viel brauche ich noch? Zwei. Komm, zwei schaffen wir noch, oder? So, und wo ist dann noch Iridit? Wir haben hier sehr viel Iridit.
Haben wir da vielleicht einen Schwefelmangel? Nee, oder? Das Schwefel ist definitiv nicht das Problem. Nein. So. Hatten wir nicht auch hier Schwefelfässer drin? Nee, da haben wir nur diese komischen Kanonen. So, wo ist das nächste Iridit? Da haben wir noch Iridit, das können wir holen. Ist da noch viel Iridit? Ja gut, Iridit ist definitiv mehr als genug da. Auch im aktuellen Bereich, in dem wir sind. Das einzige, also Kryonit haben wir eher ein Problem, sage ich mal. Kryonit ist eigentlich fast aus. Ja. Also wir sollten jetzt dann vielleicht hier den Weg gehen, darüber. Nächstes Mal dann vielleicht oder auch nicht. Ja, schön, dass wir Iridit haben. Ich kann jetzt nur momentan noch nichts machen. Also ich kann schon was machen, damit ich kann diese Dinger, mit dem Zeug kann ich jetzt anfangen. Frage ist nur, will ich das? Genau, brauchen wir Materia-Katalog und da brauche ich, ach du Schande, da brauche ich so Zeug. Okay, ich freue mich. Tensil, okay, da brauche ich so Strength. Ah, Material Testing Packages brauche ich da jetzt. Okay. Und da kommt kontaminierter Scrap dabei raus, den hatten wir auch noch nicht, oder? Plasma Stream, okay, ich sehe schon. Da kommen wieder spannende Sachen bei raus. Da wird alles kontaminiert. Und Beton, Iridium. Und haufenweise Blank Data Cards. Und haufenweise tolle Flüssigkeiten. Ich glaube, ich freue mich. Fragezeichen. Aber was haben wir mit dem Zeug dann? Da haben wir dann, was können wir da dann eigentlich machen? Kann ich da überhaupt schon was machen? Ah, das Zeug kann ich da machen. Ja, das Zeug kann ich da machen mit den Einser, oder? Oder die Gelben sind das, ne? Genau das. Ah, das ist super. Iridium Delivery. Oh, Iridium Delivery Cannon Capsule. Man kann also diese Capsules dann irgendwann mal forschen. All Iridium is a heavy metal. Ja, heavy metal. Ihr wisst, wie die Band und so. Und weil das Rote ist ja, das Rote haben wir ja schon, ne? Das rote Doppelding. Oder? Das rote Doppelding machen wir ja hoffentlich schon. Oder nicht? Genau, das rote Doppelding haben wir schon. Das ist ja das Zeug hier. Genau, das ist das hier. Das haben wir schon. Puh, ja, wird spannend, aber wie gesagt, da werden wir im All wieder 1000 Jahre herumexperimentieren. Ich müsste echt jetzt mal ein paar. Habe ich kistenmäßig irgendwas da zufällig? Ja, ich hätte da sogar eine gelbe Kiste. Aber gelbe Kiste ist blöd. Ja, weil da ist nämlich, da möchte ich auf jeden Fall Platz lassen für den vierten blauen. Und da ist die Frage, ob wir nicht dann da unten, da dann, das rote Zeug anfangen. Auch in die Richtung rüber. Wobei es ist halt blöd, weil ich da dann, Moment, wisst ihr was? Ich lasse das Zeug, nein, keine blaue Blaupause, sowas. Ich werde jetzt gleich mal da so weit erweitern, wie es geht. Weil dann haben die gleich was zu tun. Ich weiß, das geht natürlich jetzt nicht ganz ewig weit. Aber zumindest haben die dann ein bisschen was zu tun. Genau, dann werden wir das dahin machen, weil die Frage ist, wir haben da Plasma-Stream. Ich habe da sehr viel Plasma-Stream. Warum habe ich da so viele Plasma-Generatoren gebaut? Das ist eine gute Frage, weil vielleicht können wir die ja dann verwenden für da dann. Weil diesmal ist es ja dann nicht so genau, aber ich möchte, wisst ihr was, ich will da jetzt gar nicht mehr so genau drüber nachdenken, weil ich glaube, ach, ich brauche 3, nicht 2, und einen Effektverteiler brauche ich auch noch. Okay. Weil da kommen wir heute, also das, ich weiß nicht, ob wir da als nächstes dann gleich wieder hin wollen oder nicht, ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. Eigentlich möchte ich ja nicht jetzt schon wieder Forschung, aber andererseits das Problem ist, die Forschung bringt mir halt jetzt echt nicht mehr viel. Und die anderen Sachen, da könnte ich noch so viele neue, tolle Sachen machen damit. So. Haben fertig. Da fehlen die Module. Na ja, toll.
Ja gut, zwei sind zumindest drin. Warum sehe ich die nicht? Hä? Ah, das ist ja lustig. Okay, die zwei sehe ich und die acht zusätzlichen, die werden dann so drauf gepumpt. So. Na, da haben wir natürlich erst das Problem. Laut nicht immer von Problemen reden. Ich möchte Lösungen hören. Ja, toll. Da haben wir nur das Problem der Probleme so und eigentlich, ja, das Problem der Probleme ist auch, dass das Ding extrem schlechte Werte hat, was diese Iridium-Puder betrifft. Ja, und Iridium haben wir jetzt zu wenig. Ja, gut, aber ich würde sagen, für heute lassen wir es wieder. Nächstes Mal werden wir noch ein bisschen mehr Iridium hier ranholen und ja, dann haben wir zumindest die Iridium-Geschichten da und dann werden wir im All gucken, ob wir da irgendwas machen können damit. Mal schauen. Ja, in dem Sinn, danke fürs Zusehen und ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat's auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, ich werde jetzt das als Thumbnail heute machen. Iridium, juhu. Ja, und vielleicht sehen wir uns dann in der... Moment, ich packe das da nach unten, weil sonst sieht man es ja wieder nicht. Vielleicht sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.